Damen. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Ich möchte Sie, danke sehr, herzlich willkommen. Ich freue mich, Sie glänzender Laune vorzufinden, möchte Sie recht herzlich begrüßen im Namen des Senders Dreisat und im Namen der Stiftungsinitiative Leben jetzt, meine Damen und Herren, heiße ich Sie willkommen zu unserem Informationsabend Deutschland helfen, aber wie? Wir müssen nicht lange heute Abend diskutieren, ob das Thema aktuell ist. Ihre Anwesenheit beweist es. Die Kanzlerin Merkel selber hat Deutschland kürzlich zum Sanierungsfall erklärt. Im Gegenzug haben übrigens 2/3 der Wahlberechtigten wiederum die Regierung ebenfalls zum Sanierungsfall erklärt. Dann fragen wir uns natürlich, wer soll Deutschland dann noch helfen, meine Damen und Herren. Es bleiben nicht viele übrig. Ich sage es Ihnen gleich, wer das sein soll. Sie. Sie, ich, wir, die Bürger. Und ich möchte Ihnen heute Abend Mut machen. Sie, wir können das auch. Wir Deutschen können helfen, meine Damen und Herren. Im Ausland haben wir genau diesen Ruf, dass wir schnell und unbürokratisch helfen können. Wann immer eine Katastrophe in der Welt geschieht, dann helfen wir. Niemand von Ihnen kann den zweiten Weihnachtsfeiertag 2004 vergessen haben. Ein Menetekel für uns alle. Die Tsunami-Katastrophe, die für uns auch alle auch hier eine Katastrophe gewesen ist, ins Gedächtnis eingebrannt. Wir Deutschen haben vorbildlich reagiert, das sollten wir nicht vergessen. Wir haben in kürzester Zeit über 400 Millionen Euro gesammelt und waren in der Nationenwertung endlich mal auf Platz 1. Trotzdem gab es Kritiker, allerdings nur im eigenen Land. Leute, die gemeckert haben und gesagt, ja, die Deutschen, die haben nur deswegen so viel Geld gespendet, weil sie ihre Urlaubsparadiese in Fernost gesehen haben. Die waren kaputt, die wollten sie wieder aufgebaut haben. Wir alle wissen, dass das Argument nicht stimmt, meine Damen und Herren. Sehen Sie, Sie haben bestimmt auch die Flutkatastrophe in Ostdeutschland nicht vergessen, vor 4 Jahren. Eine Flutkatastrophe im eigenen Land, da haben wir auch Geld gespendet und niemand von uns will da Urlaub machen. Sie sehen also, meine Damen und Herren, das Motiv muss ein anderes sein. Vielleicht ist das wahre Motiv ein ganz einfaches, wir kommen nicht drauf, weil es ein positives ist. Wir haben einfach aus unserer Geschichte gelernt. Wir haben gelernt, was es heißt, wenn Menschen in Not sind. Und diese neu gefundene Sensibilität, die wollen wir heute Abend abrufen und mobilisieren. Wir wollen Ihr Augenmerk lenken auf eine Katastrophe, die vor unseren Augen geschieht, meine Damen und Herren. Der Niedergang einer großen Kulturnation. Das ist auch eine Katastrophe. Nur wir können nicht warten, bis das Ausland Geld für uns spendet. Das wird niemand tun. Das müssen wir selber tun und darum soll es heute Abend gehen. Wir werden Sie nicht lange damit beschäftigen und langweilen womöglich, zu überlegen, wie kam es zum Niedergang der Kulturnation Deutschlands. Das wissen Sie alle. Das sind die Bestseller in den Buchhandlungen. Methusalem-Komplott, 18 Monate Platz 1. Die deformierte Gesellschaft, Hit bei den Insidern. Beide Bücher kann man relativ einfach beschreiben. In dem einen steht drin, es gibt immer mehr alte Menschen. Und in dem anderen steht drin, es gibt immer weniger Berufstätige. Der Rest, meine Damen und Herren, unserer Schwierigkeiten resultiert aus exakt diesen beiden Faktoren. Nicht, und das kennen Sie auch, bis zum Überdruss. Steht jeden Tag in der Zeitung, müssen Sie gar nicht aufschlagen, auf Seite 1. Massenarbeitslosigkeit, Zusammenbruch unserer sozialen Sicherungssysteme und last not least ein Wachstum, das instabil ist, letztlich den Namen nicht verdient, in einem Land, das seit 8 Jahren Exportweltmeister in Folge ist, aber auch seit 8 Jahren ein Minuswachstum beim Binnenkonsum. Wobei wir differenzieren müssen an der Stelle beim Binnenkonsum. Die Fachleute sagen uns, dass bei den oberen Preissegmenten es nach wie vor glänzend läuft. Das kriegen Leute wie Sie natürlich überhaupt nicht mit. Ja? Bei Ihnen, beim Durchschnittsbürger, da geht es beim Einzelhändler kontinuierlich bergab. Und an dieser Stelle, meine Damen und Herren, das sagt die neue Bundesregierung, muss es sich ändern. Das Wachstum muss stabilisiert sein, Frau Merkel und der von ihr gewählte Bundespräsident, Dr. Köhler. Diese beiden haben in einer außergewöhnlichen Gleichheit der Wortwahl gesagt, Vorfahrt für Wachstum, dem muss sich alles unterordnen. Und exakt an dieser Stelle sagt unsere Stiftungsinitiative Nein. Wir sagen Vorfahrt für die Menschen. Und wir wollen Ihnen heute Abend zeigen, dass das keine Sozialromantik ist. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Wir wollen beweisen, nicht, dass wir Recht haben, sondern dass es keine Sozialromantik ist. Es ist ein Wachstumskonzept, aber das Bessere. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel vorab, ganz einfach. Wir nehmen uns den Problemfall, von dem alle in Deutschland sagen, das ist das Kernproblem, der Arbeitslose. Wir suchen uns aber jetzt nicht ältere Arbeitslose, die kann man verrenten. Wir suchen uns den Problemfall, der dem Land das Kreuz brechen kann, meine Damen und Herren, den jungen Arbeitslosen. Nehmen wir uns diesen jungen Menschen, meine Damen und Herren, demotiviert, arbeitslos, jung, unter 30.
Er ist nicht allein. Zufall, dass er allein in der ersten Reihe sitzt. Von seiner Sorte gibt es 900.000 in Deutschland. Steigende Tendenz. Kann dieser junge, demotivierte Arbeitslose einen Impuls beim Wachstum setzen, meine Damen und Herren? Nein. Als Hartz-IV-Empfänger darf er das nicht können. Hartz-IV ist ja extra so konzipiert, dass er es nicht kann. So sind wir auf 340 Euro gekommen. 20 Euro weniger, fängt an zu randalieren, 20 Euro mehr, rausgeschmissenes Geld. Verstehen Sie? So kamen wir auf 340 Euro. Dieser Mann, dieser junge Mensch, meine Damen und Herren, er ist also per Definition kein Impulsgeber für das Wachstum. Er wird mit Gewalt auf den Arbeitsmarkt geprügelt, da ist er nicht willkommen, da will ihn keiner. Aber der Einzelhändler, der steht an der Ladentheke und er kommt nicht vorbei. Er wartet auf ihn. Das soll sich ändern. Die Bundesregierung hat zugesagt, jetzt in den nächsten zwei Wochen, bis Ende September, meine Damen und Herren, sollen die Eckdaten feststehen für den kombinierten Billig-Mindestlohn ohne Kündigungsschutz. Jetzt nehmen wir mal an, er ist ein Glückspilz. Er kriegt einen der ersten dieser Jobs, meine Damen und Herren. Er kriegt einen Job mit Mindestkombilohn ohne Kündigungsschutz. Was macht dieser junge, demotivierte Arbeitslose mit dem ersten selbstverdienten Geld? Geht er zum Einzelhändler und setzt einen Impuls beim Binnenkonsum? Nein. Wenn er ein guter Staatsbürger ist, tut er das nicht. Dann legt er das Geld auf die Seite für die private Altersvorsorge. Das heißt aber Konsumverzicht. Womöglich will er noch Kinder kriegen. Nochmal Konsumverzicht. Er ist und bleibt totes Humankapital ohne Rendite, meine Damen und Herren. Ich weiß, dass der Begriff nicht sonderlich beliebt ist, brauchen wir nicht diskutieren. Ich weiß auch, dass er das Unwort des vorigen Jahres war. Alles richtig. Der Begriff ist aber nicht zufällig entstanden, meine Damen und Herren. Wir dürfen ihn nicht einfach zur Seite werfen. Er ist der Schlüsselbegriff in einer mittlerweile legendären Studie der Deutschen Bank. Und die ist auch nicht aus Versehen Bank des Jahres in Europa geworden. Und da heißt es eben, der Arbeitslose ist totes Humankapital ohne Rendite. Und wir, meine Damen und Herren, die Stiftungsinitiative, wir wollen dieses tote Humankapital zum Leben erwecken. Mit einer einfachen Methode. Wir geben ihm Geld. Und zwar richtig Geld. Wir geben ihm 1500 Euro jeden Monat. Bevor Sie das für absurd halten und mich für übergeschnappt wegen der Hitze, meine Damen und Herren, warten Sie einen kleinen Augenblick. Wir fragen ihn. Was machen Sie, wenn ich Ihnen jeden Monat 1500 Euro gebe? Was machen Sie mit diesem Geld? Ich konsumiere es. Eine einfache, übersichtliche Antwort. Er sagt, ich konsumiere es. So simpel diese Antwort ist, so richtig ist sie. Der Rat der fünf Wirtschaftsweisen in Deutschland würde ihm persönlich die Hand schütteln, meine Damen und Herren. Er würde das Geld zum Einzelhändler bringen und punktgenau dahin, da brauchen wir es auch. Wir müssten anschließend nur noch eine einzige Frage klären. Wer gibt jemandem wie ihm 1500 Euro, meine Damen und Herren? So, und diese Frage, meine Damen und Herren, vielen Dank. Diese Frage, meine Damen und Herren, lassen wir nicht im Raum stehen. Wir beantworten sie. Ich sage es gleich vorab, damit Sie sich nicht grausen. Es geht nicht um eine Steuererhöhung. Das werden wir Ihnen heute Abend ersparen. Ohne dass Sie einen einzigen Euro mehr aus der Tasche holen müssen, werden wir ihm und seinen 900.000 Leidensgefährten 1500 Euro besorgen. Auch nicht mit den üblichen Methoden, verstehen Sie, wie die PDS oder die Linke das macht. Das kennen wir ja alle, Luxus, Reichen, Vermögens, Erbschaftssteuer. Das sind die klassischen Folterinstrumente der marxistischen Inquisition. Damit haben wir nichts zu tun. Wir besorgen ihm das Geld, meine Damen und Herren. Er trägt es hin, wo wir es brauchen. Und wir haben ein Wachstum. Und das ist das, was wir brauchen. Mehr brauchen wir nicht in Deutschland. Wir brauchen drei Dinge, um Deutschland zu helfen. Wachstum, Wachstum und nochmals Wachstum. Und dazu eine Sozialstaatsreform, die endlich mal den Namen verdient. Und darum soll es in meinem Referat im Folgenden gehen. Hören Sie, das ist doch nicht im Ernst. Sie wollen doch nicht wirklich dieses ganze dumme Geschwätz über Wachstum und diese abgenudelten Begriffe hier vor diesen Leuten nochmal ausbreiten. Ich habe noch gar nichts gesagt. Ich höre es doch schon. Nicht schon die Prämissen sind völlig falsch gesetzt. Sie müssen auch überlegen, dass diese Leute es nicht mehr hören können. Diese Begriffe sind doch ausgelutscht bis zu und nicht mehr Erkennbarkeit. Wir können das alles hinterher diskutieren. Nein, jetzt schon. Ich will es jetzt, wenn Sie mich jetzt nicht reden lassen, falle ich Ihnen so lange ins Wort, bis Sie Ihr Referat nicht halten können. Fragen Sie Leute, die kennen mich, ich falle gerne ins Wort. Das macht mir überhaupt nichts aus. Nicht wahr? Vielleicht sind Sie mir hinterher sogar dankbar, dass ich Ihnen erklärt habe, dass Sie heutzutage so mit Leuten nicht mehr reden können. Sie müssen sich doch diese schlichten Gemüter mal vorstellen, in welcher Verfassung die sind, wie oft man ihn mit diesem Begriff Sozialstaatsreform in die Irre geführt hat. Wenn Sie heute zu den Leuten Sozialstaatsreform sagen, dann zuckt die Hand zum Portemonnaie und hält es reflexartig fest. Ja. Oder diesen anderen Begriff, den ich auch nicht mehr hören kann, dies mehr Eigenverantwortung für den mündigen Bürger. Da weiß jeder sofort, aha, eine neue Zuzahlung. Ja. Die Leute wissen es doch schon. Nicht? Und dann kaufen sie gar nichts mehr, weil sie wissen, sie werden systematisch weiter ausgeplündert. Das ist doch der Punkt. Nicht? Übrigens, interessanterweise haben nicht nur die kleinen Leute Angst, sondern auch die Wohlhabenden, was mich irritiert hat für einen Moment. Nicht, weil ich immer dachte, komisch,
Die Wohlhabenden, die brauchen doch gar keine Angst zu haben. Die sind von Sozialstaatsreformen seit Jahrzehnten nicht mehr betroffen worden in Deutschland. Wovor haben die eigentlich Angst? Nicht, ich kann, ja, jetzt, Sie müssen jetzt nicht bei jedem halbwegs gelungenen Satz hier in Begeisterung ausbrechen. Ich war, lassen Sie mich den Gedanken zu Ende führen, sonst kommen wir nicht weiter. Ich erkläre es Ihnen. Wissen Sie, wie es dazu gekommen ist? Die Wohlhabenden haben immer Angst, weil es gibt in Finanzkreisen ein geflügeltes Wort. Nichts ist so ängstlich wie das scheue Reh des Kapitals. Ein wunderbarer Begriff, bildhaft, den habe ich mir zu eigen gemacht. Ich war das goldige Bambi, ein Fluchttier, das ängstlich zitternd im Börsendickicht äst. Und da reicht ein falsches Wort, es knackt im Unterholz, ein Finanzminister fällt vom Ast. Und schon zuckt's zusammen, springt über den Zaun und rennt weg nach Luxemburg. Nicht das scheue Reh des Kapitals. Was soll's auch sonst machen? Das ist ja der Grund. Das ist der Grund, warum wir alle ganz leise sein müssen, nicht, damit es nicht erschrickt. Was sollen wir sonst machen? Wir könnten es höchstens über den Haufen schießen und schlachten. Scheue Reh. Gibt sowieso zu viele. Nicht? Rehe. Kapital übrigens auch. Nicht? Ja, das liest man jetzt neuerdings überall. Nicht wahr? Das Grundübel der Weltwirtschaftskrisen, es ist zu viel Geld im Umlauf. Da wird er sich wundern, unser Arbeitsloser. Nicht irgendwas muss an ihm vorbeigelaufen sein, wenn das Kernproblem ist, dass zu viel Geld im Umlauf ist. Nicht? Gut, ja, brauchen wir nicht weiter. Aussehen. Also machen wir es kurz jedenfalls, das scheue Reh des Kapitals kann man natürlich nicht über den Haufen schießen und schlachten. Wilderei, schwerer Gesetzesbruch. Nicht, außerdem haben wir keine Jagd gepachtet. Wenn wir eine gepachtet hätten, brauchen wir es nicht über den Haufen schießen. Nicht, oder wir schlachten es auch nicht, wir schießen nur zum Spaß und schlachten sich oder so. Egal, gut, mit dem Wortspiel kommen wir sowieso nicht weiter. Nicht das. Ja, man darf sich nicht verheddern. Was wollte ich eigentlich damit? Ich wollte mich doch über irgendwas aufregen. Was war das denn? Na, ich habe schon, Sozialstaatsreform, das ist es, meine Damen und Herren. Blüht uns ja, wir haben ja jetzt kennengelernt, was die neue Regierung darunter meint. Nicht die neue Kopfpauschalen-Nonsens-Fondsmodell-Variante von Frau Merkel. Unerträglich, absolut unerträglich. Wenn man sich das vorstellt, die war jahrelang, machen sie Wahlkampf und sagen, die Lohnnebenkosten müssen sinken, wenn ich diesen Begriff nur schon höre, Lohnnebenkosten, da klingeln bei mir die Gallensteine, wenn ich so schon höre, den Begriff, nicht wahr? Absolut missbraucht. Jedes Jahr müssen wir uns doch ein paar Gürtel kaufen, damit wir sie enger schnallen können, damit die Lohnnebenkosten senken und dann sinken die Beiträge und dann gibt es neue Arbeitsplätze. Und dann sowas, eine solche Reform, nicht wahr? Ein Affront in das Gesicht des gesunden Menschenverstandes. Man hätte sich aber denken können übrigens, nicht, dass das wieder nichts wird mit dieser Reform. Die Ministerin ist noch dieselbe wie vor 3 Jahren. Nicht nur, dass Frau Merkel als Expertin noch dazugekommen ist, nicht, und das war auch vor 3 Jahren schon nichts. Können Sie sich hoffentlich noch erinnern, wie es laufen ist? Die große Gesundheitsreform vor 3 Jahren. Sie haben brav Praxisgebühr gezahlt, Sie haben brav die Zuzahlung für Medikamente erhöht, Sie haben brav weniger Tabletten gegessen. Alles zu einem einzigen Zweck, damit die Kassen Geld sparen, Gewinne machen und dann die Beiträge senken. Gewinne haben Sie auch gemacht, hat sehr schön geklappt. Aber wie durch einen magischen Zufall, unmittelbar vor der Lohnnebenkostensenkung, ist irgendwas dazwischen gekommen. Ich kann Ihnen auch sagen, was dazwischen gekommen ist. Nicht wahr? In diesem Moment haben plötzlich die Geschäftsführer aller 250 deutschen Krankenkassen festgestellt, dass sie seit Jahren unterhalb des Existenzminimums vegetieren. Nicht wahr? Da gab es eine 30-prozentige Gehaltserhöhung. 30-prozentige Gehaltserhöhung. Wie das war. Nach dieser 30-prozentigen Gehaltserhöhung war Geld übrig. Das haben die Geschäftsführer der kassenärztlichen Vereinigungen bemerkt. Dann haben sie festgestellt, sie haben seit Jahren dasselbe Hungerödem. Nicht wahr? Auch 30% Geld. Und dann war immer noch Geld übrig. Und dann hat der Deutsche Apothekerverband noch eine Nachzahlung verlangt. Wissen Sie wofür? Weil wir weniger Tabletten gegessen haben. Dann hätten wir sie gleich weiter fressen können. Es war übrigens keine plötzliche Geldgier der Apotheker. Mitnichten. Der Apothekerverband hatte einen Vertrag mit der Bundesregierung, mit der Rot-Grünen, aber unterzeichnet auch von CDU, FDP und Krankenkassen. Wissen Sie, worum es da ging? Man hatte den Apothekern, ohne dass wir es wussten, klammheimlich, eine Existenzsicherung auf der Basis ihres Umsatzes aus dem Jahre 2002 zugesichert. Können Sie sich noch erinnern, mit welchem Wortlaut uns Hartz IV untergejubelt wurde, meine Damen und Herren? Dass die Existenzsicherung des Einzelnen in Zeiten der Globalisierung nicht mehr möglich ist. Ist doch schön, dass es bei bestimmten Notleidenden doch noch geht. Feine Sache, nicht wahr? Der Vollständigkeit halber muss man noch sagen, dass die Lohnnebenkosten schon mal gesunken sind. Sie haben es noch nicht bemerkt. Ich möchte nicht unfair und polemisch sein. Vor 1,5 Jahren oder vor 1 Jahr, weiß ich gar nicht mehr, das war zu kurz, die Lohnkostennebensenkung. Ihre Krankenkassenbeiträge, meine Damen und Herren, sind letzten Sommer gesunken. Das haben Sie aber verschlafen, diesen Augenblick. Am 1. Juli des letzten Jahres, nachts um 0 Uhr, da sind Ihre Krankenkassenbeiträge um 0,9% gesunken. Immerhin, leider sind Sie in derselben Nacht wieder um 0,9% erhöht worden. Und in dem Moment haben Sie vergessen, Ihr Portemonnaie festzuhalten. Nicht wahr? Und das sollten Sie übrigens nicht für Schwachsinn halten. Das wäre eine Verharmlosung.
Nicht wahr? Wenn die Verantwortlichen für diese Politik schwachsinnig wären, dann könnte man sie zum Arzt bringen, kriegen sie Tabletten, werden krankgeschrieben, dann bringen wir sie in eine therapeutische Wohngemeinschaft, nicht wahr? Aber es ist kein Spaß, es ist systematischer Betrug, Ausplünderung der Beitragszahler. Viele wissen es nicht und manche wollen es nicht wissen. Und das ist das, was mich ganz krank macht, dass ich das Gefühl habe, manche Leute wollen es gar nicht wissen. Ich gehe oft, um dem abzuhelfen, gehe ich ins Wartezimmer zu Ärzten, mische mich unter die Patienten und versuche, heikle Themen anzureißen. Haben Sie gelesen, was jetzt wieder rausgekommen ist? Eine Untersuchung. Je höher die Arztdichte in einer deutschen Großstadt, umso niedriger ist die Lebenserwartung der Einwohner. Finden Sie nicht, dass man da mit dem Arzt mal drüber reden sollte? Was sagen Sie dazu? Sie reagieren oft überhaupt nicht. Vielleicht interessiert Sie, was die Krankenkassen rausgefunden haben. Achten Sie mal drauf, wenn in der Nähe Ihrer Wohnung ein Krankenhaus liegt, dann werden Sie schneller operiert und sterben früher, als wenn Sie in Ostdeutschland unversorgt ohne Arzt auf dem Land leben. Ich finde, das müsste man als allererstes mit dem Arzt bereden, wenn man einen Termin bei ihm hat. Nicht? Haben Sie schon mal versucht? Wissen Sie überhaupt von der Untersuchung? Wie finden Sie das? Sagen Sie doch mal was. Ich kann Ihnen sagen, was ich davon halte. Je mehr Ärzte, desto besser. Das ist meine persönliche Überzeugung. Das ist meine Lebenserfahrung. Ich wohne zum Beispiel schräg gegenüber vom Unfallkrankenhaus. Das ist das Beste, was mir passieren kann. Gucken Sie, wenn ich abends heimkomme aus der Kneipe, meistens so zwischen 11 und 12, ich habe nie das Gefühl, dass mir auf den letzten Metern was passieren kann. Ich habe immer das Gefühl, du bist gut versorgt, gerade kurz vor Ende. Da ist auch nicht dunkel, da ist gut ausgeleuchtet, der Portier vom Unfallkrankenhaus kennt mich. Mir kann nicht, ja, Sie lachen, aber gucken Sie mal, es könnte, wenn es jetzt ganz schlimm käme, wenn ich zum Beispiel Alkohol nicht mal vertragen würde, da kann mir auch nichts passieren. Ich habe den Internisten gleich um die Ecke. Oder ich würde dauernd vor der Haustür umfallen, da habe ich einen Orthopäden. Keine zwei Straßen mehr. Ich habe alle, ich habe einen HNO-Arzt, ich habe einen Zahnarzt, Augenarzt, alles um mich herum. Und ich brauche sie nicht, wissen Sie warum? Weil ich die Tabletten sowieso nehme. Das ist sofort, ich nehme die prophylaktisch komplett. Ich habe die Apotheke direkt neben dem Supermarkt. Wenn ich morgens zum Supermarkt gehe, ich habe immer einen Zettel dabei, brauchst du heute was aus der Apotheke? Dann hole ich das, ich nehme das auf. Ich nehme Vitamin, Cholesterin, Aspirin. Ja, ich nehme diese Spurenelemente, Mineralien, Schwermetalle. Ich nehme Gelenke, Rheuma. Ich habe vor 2 Jahren Osteoporose dazu genommen. Das kann ich auch sehr empfehlen. Das ist ausgezeichnet. Ne? Ich nehme Mittel gegen zu niedrigen Blutdruck und gegen zu hohen. Das ist eine Kombination. Das ist unschlagbar, sage ich Ihnen. Ja? Jetzt konkret mal. Ich weiß nicht, was Sie für ein Verhältnis zu Wermut haben. Ich kann das offen sagen. Ich persönlich, ich trinke selten Wermut. Aber ich hatte mal den Fall, ich hatte Wermut getrunken auf nüchtern. Von Wermut kann Ihnen sowas von schlecht werden, sage ich Ihnen. Und mein erster Gedanke war sofort, du verträgst kein Wermut. Das war aber ein Irrtum. Es war nicht der Wermut, es war der Blutdruck. Ja, der war mir in den Keller gesackt. Aber Sie hätten das ja gar nicht unterscheiden können. Wissen Sie, warum ich das rausgekriegt habe? Weil ich stündlich meinen Blutdruck messe. Deswegen, ja, und wissen Sie, wem ich das verdanke? Das verdanke ich nur der deutschen Hochdruckliga. Wenn die damals nicht mit ihrem Sattelschlepper bei uns am Aldi-Parkplatz gewesen wären, mit dieser kostenlosen, da wüsste ich heute noch nicht, was ich für einen Druck habe. Verstehen Sie? Ja, die haben das untersucht. Ich habe kostenlos, 2 Seiten war alles drin über mein Blut. Ich hatte 25% hatte ich eine Wahrscheinlichkeit für Blutdruck. Ne, Tatsache. Und seit ich das weiß, nehme ich auch noch ein Mittel gegen zu niedrigen Blutdruck. Wenn die nicht da gestanden hätten, mir das die Zeit stehen, da würde ich heute noch rumlaufen, hätte Angst, ich vertrage kein Wermut. Verstehen Sie? Ne? Und so nehme ich gegen zu hohen und zu niedrigen Blutdruck was. Ich kann trinken, was ich will und habe vor nichts mehr Angst. Und wenn Sie meine Werte mal sehen würden vom Blutdruck, da würden Sie blass werden, vor Neid. Picobello, sage ich Ihnen, mein Blutdruck wie aus dem Ei gepellt. Entschuldigen Sie, aber vielleicht war er immer wie aus dem Ei gepellt. Haben Sie da mal drüber nachgedacht, dass Ihr Blutdruck vielleicht immer schon in Ordnung war? Ja, natürlich. Aber das ist doch der Witz. Ich nehme es prophylaktisch. Die Krankheit darf überhaupt nicht wissen, dass es dich gibt. Ne? Das ist doch die Idee von Prophylaxe. Du musst das Zeug fressen, solange du gesund bist. Dann haust du dir das so lange rein, bis der Körper sich daran gewöhnt hat. Dann bilden die Pillen eine Hornhaut um den Körper. Das ist wie eine Tarnkappe. Die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Erreger mich überhaupt nur sieht, der liegt praktisch bei 0%. Hören Sie, das ist doch Unfug, was Sie da erzählen. Und vor allem mit Ihren Wahrscheinlichkeiten und Prozenten, das verstehe ich überhaupt nicht. Mit diesen 25%, was ist denn damit geworden? Ja, die sind ja eben weg. Das ist ja, ich hatte die aber. 25% war das bei mir, diese Wahrscheinlichkeit, dass ich mal praktisch wegen Blut, dass ich da mal zum Arzt müsste. Ne? Und heute muss ich überhaupt nicht zum Arzt. Ich kann zum Arzt,
Aber ich muss nicht. Ich nehme die Tabletten freiwillig und kann zum Arzt, wann ich... Ich kann immer, aber ich muss nie. So spricht der stolze Hahn und steigt von der Henne. Das ist eine alte, ja, das ist eine alte rheinische Lebensweisheit. Verstehst du? Das ist das Beste, was ein Mann über sich sagen kann. Ich kann immer, aber, und wisst ihr, was das Schlimmste ist, was ein Mann über sich sagt, wenn er sagen muss, ich muss, aber ich kann nicht. Verstehen Sie jetzt mal, ich weiß nicht, ob das bei Ihnen aktuell ist. Jetzt mal, rein blasentechnisch. Ist es akut mit der Blase? Also ich will doch mit Ihnen nicht über meine Blase reden. Und selbst wenn ich was hätte an der Blase, würde ich es Ihnen noch nicht erzählen. Ich bin allgemein hier. Ich suche mir einen neuen Hausarzt, weil ich mit meinem Hausarzt habe ich mich überworfen. Ausgezeichnet sind Sie bei unserem Doktor 100% richtig. Der findet immer was. Egal mit was Sie kommen, der findet was. Das ist so ein super Arzt, sage ich Ihnen. Und wenn Sie mal was Besonderes brauchen, zum Beispiel mal was ganz Spezielles, mal einen Orthopäden oder so, dann fragen Sie mich, ich bin ja selber Chirurg. Im Hobby. Was? Was ist denn ein Chirurg im Hobby jetzt schon wieder? Machen Sie sich im Selbstversuch die Hühneraugen raus oder was? Hören Sie, was soll ich denn mit Hühneraugen? Mein Spezialgebiet ist Hüfte. Ja, nee, ich sage es genauer. Mein Spezialgebiet ist Endoprothesen, aber robotergesteuert. Ich operiere natürlich nicht am OP-Tisch, ich operiere am Computer. Ich bin virtueller Hobbychirurg. Ich kann das genau erklären, ich sage das ganz offen. Ich habe mir von dieser Frankfurter Hüftklinik, die mit ihrem Roboter pleite gegangen ist, die Trainingssoftware, die gab es bei eBay für 69,95. Und die habe ich mir geholt. Ne? Aber ich sage euch was, die ist super, ne? Einwandfrei. Ich kann euch nur eins sagen. Ich sage euch, der Hüftroboter ist besser wie der Fluchsimulator. Tatsache. Ja. Ja, Moment, er ist nicht einfach. Die ersten 8 Hüften sind mir komplett verreckt. Tatsache. Aber letzte Woche, da habe ich eine abgespeichert. Die hatte eine Stunde nach der Operation noch Herztöne. Ne? Das war super. Ne? Ja. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Sie haben noch ja nichts gesagt. Können Sie noch oder müssen Sie schon? Was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Um was geht's denn? Ich wollte nur fragen, was haben Sie denn so? Ich hab gar nichts. Wie gar nichts? Warum sind Sie denn dann da? Ich weiß ein Rezept. Na, das ist vernünftig. Was nehmen Sie denn? Rheuma und Blutdruck. Sehr gut. Wie ist der Blutdruck? Gut. Ja, der war immer gut. Ja, ich hab mit Blutdruck und solch habe ich nie was gehabt. Ich nehme das nur bei die Dingen als die Schwester von der Sozialstation. Die bei uns da haben als Kind welche die Mutter, die meine Frau, die hat doch den Schlaf erwischt vor einem halben Jahr und die lädt mir jetzt blöd rum da. Ja, und da kommt als die Schwester und guckt, dass es sauber ist mit unruhem Wäsche und Zeug. Und die hat bei mir mal den Blutdruck und da hat sie gesagt, ui, 140, da müssen Sie mal zum Arzt. Und der hat es mir aufgeschrieben. Das ist doch Blödsinn. Sie müssen doch mit Blutdruck 140 nicht zum Arzt. In Ihrem Alter ist das wunderbar. Bei Ihnen fängt in Ihrem Alter der Blutdruck höchstens ab 160 an hoch zu sein. Oh, da sind Sie aber lange nicht beim Arzt gewesen. Hören Sie mal, da sind Sie ja überhaupt nicht auf dem Laufenden. Da haben Sie die ganze moderne Medizin nicht mitbekommen. Da hat die deutsche Hochdruckliga extra jahrelang für gekämpft, dass wir den Bluthochdruck jetzt alles schon mit 140 haben können. Sagen Sie, wissen Sie überhaupt, was Sie reden? Sie reden doch groben Unfug. Natürlich hat die Blutdruckliga dafür gesorgt. Und warum hat sie dafür gesorgt? Weil es zu wenig Patienten gab für die ganzen Ärzte. Das ist doch der wahre Sinn. Nicht, was haben wir denn davon, dass wir jetzt alle Bluthochdruck mit 140 haben? Mehr Tabletten. Ihre Hochdruckliga ist nichts anderes als die Deckadresse der Pharmaindustrie. Lassen Sie doch mal den armen Mann in Ruhe krank sein. Den bringen Sie ja völlig durcheinander. Wie vertragen Sie die Tabletten denn? Sehr gut. Na, ich hab halt Kopfweh und Morgenschmerzen, aber sonst sehr gut. Ja. Ich halte mich und mit dem Ding ist Stuhlgang ist hab ich gar keinen mehr. Und von dem Rheumazeug, da geht mir als der Blutdruck hoch. Das macht doch nichts, da haben doch einen Blutdrucksenker. Da gehen Sie mit dem auch hoch, da passt du doch. Was sagt denn der Arzt? Der ist zufrieden. Nein, auf den Doktor lass ich nichts kommen. Also, unser Doktor, der ist eine Kapazität. Das sag ich. Gucken Sie, ich bin Rentner. Ja? Ich bin in der AOK. Wenn du heutzutage als Rentner mit deinem AOK-Kärtchen zum Arzt gehst, kannst du froh sein, wenn sie dich noch neu lassen. Wenn du da beim falschen Arzt bist, da kriegst du entweder gar nichts
Oder du kriegst die alle Tabletten, die sie uns fortschmeißen täten. Die Leute hier, den ganzen Scheißdreck. Und unser Doktor, der ist honeste. Der hat bei mir, der, ich darf alle 14 Tage kommen, hat er gesagt. Und ich kriege jedes Mal das ganze Labor. Das kostet nichts extra. Tatsache, mit allem Schicken, das ist alles Blut, Urin, der Stuhlgang fällt fort. Ja, und der gibt mir auch alle Tabletten. Er hat zu mir gesagt, von mir bekommen Sie nur die neuesten Tabletten, die hat noch nicht einmal die Apotheke. Aha, das ist ja interessant. So, die hat noch nicht mal die Apotheke. Da hätten wir es ja. Jetzt müssen Sie mir nur noch erzählen. Das wird ja immer interessanter. Er gibt Ihnen nur neue Tabletten, die Apotheke nicht hat. Das ist ja ein feiner Herr Doktor, bravo. Was zahlt er Ihnen denn dafür, dass Sie die Dinger nehmen? Was? Das habe ich ja noch nie gehört, dass einem ein Arzt Geld gibt. Hören Sie, wenn er an Ihnen Tabletten ausprobiert, dann kann er Ihnen doch Geld geben. Was meinen Sie, was er dafür kriegt? Wenn ein Arzt in Deutschland heute einem Mann wie Ihnen Tabletten zum Ausprobieren gibt, dann legt ihm der Pharmareferent 1500 Euro schwarz ohne Quittung auf den Tisch. Dann kann er doch ein paar Kröten abgeben. Ich werde ihn zur Rechnung stellen, den Arzt. Ich werde ihn zur Rede stellen, ich habe den Termin direkt vor Ihnen. Den mache ich fertig. Ein klarer Fall von Tablettenmissbrauch mit Abhängigen, das werden wir ja mal sehen. Sagen Sie, liegt das an Ihrer Erkrankung, dass Sie so gereizt reagieren? Haben Sie mal überlegt, was Sie haben könnten? Mit mir können Sie halt alles bereden. Das ist zum Beispiel auch so eine Spezialität von mir, Differentialdiagnosen. Da kenne ich mich super. Kennen Sie zum Beispiel den Unterschied zwischen einem Epileptiker und einem Grießbrei? Der Grießbrei, den isst man mit Zucker und Zimt. Der Epileptiker sitzt im Zimmer und zuckt. Das ist der Unterschied. Ne? Der ist gut. Ja. Den merke ich mir. Ja, aber darf ich noch mal kurz was sagen? Nur ganz kurz. Mir wäre es recht, Sie sagen nichts zum Arzt. Gucken Sie, ich will keine Ehe. Der ist doch auch der Hausarzt von der Mutter, von der Ding. Das Problem ist doch, meine Frau liegt daheim und die misst irgendwo, dass man sie wohin hat. Und ich misst sie ins Fleischding dort, den Stift von der Stadt bei uns nebendran. Und da will ich sie aber nicht neu lesen. Und der Doktor hat gesagt, er hilft mir suchen, dass wir was finden, wo ich sie hin tun kann. Und wenn der was findet, verstehst du, da kann er mir von mir aus noch 5 Zäpfchen hin und reindrücken jeden Tag. Hauptsache, ich hab sofort und weiß, wo sie ist. Ja, verstehst du, das Problem ist, das Ding mit dem das Fleischstift von der Stadt, das taugt nichts. Der Ludwig hat's mir gesagt. Den kennen Sie nicht. Der Ludwig ist bei mir am Stammtisch. Und der Ludwig, der hat Ahnung von Schlaganfall, der hat selber angehabt. Nicht, aber sehr schön, muss man sagen. Also der Schlaganfall vom Ludwig, einwandfrei. Nicht, das siehst du erst, wenn du neben sitzt. Nicht, er kann die Schuppen nicht mehr sauber ansetzen. Nicht, das Problem. Nicht, die eine Seite hängt im Schepp runter und schläft als die Hälfte auf den Stammtisch. Nicht. Eigentlich schade um den schönen Schuppen. Also, wie gesagt, und Ludwig, der hat zu mir gesagt, August, hat er gesagt. Er hat gesagt, August, ich kenne doch deine Frau, hat er gesagt. Du hast immer viele Eier mit ihr gehabt, aber das Heim hat sie nicht verdient. Tatsache, der kennt auch das Heim, seine Frau war ja drin. Die Frau vom Ludwig, die hat vor 3 Jahren Schlaf erwischt. Und da ist sie, aber die hat noch Glück gehabt, bei der ging es nur noch 2 Monate, da war fertig. Ich wollte mit dem Ludwig neu uns mehr an, und der Ludwig wollte nicht mit, er hat Angst zu behalten da. Und ich sage Ihnen eins, ich war in dem Heim, ein Zimmer habe ich mir angeguckt, rückwärts hinaus und fertig. So was hast du da erlebt, auch noch nicht gesehen. Ich war in dem Zimmer drin, da hat's da waren 4 Leute, ein Aal, was heißt ein Aal, der war so alt wie ich, verstehen Sie? Den hatten sie im Eck am Bett festgebunden. Der durfte nicht mehr pinkeln gehen, weil sie gesagt hat, der treppelt unterwegs. Und die anderen 3, die hatten sie zu dritt auf der Kloschüssel, auf so einem Stuhl mit Rolle, da war der Schieber drin. Aber auf dem Brett hat das Frühstück gestanden und der Zivi war mit dem Lappen dran, mit dem Putzen. Das kannst du doch mit Leuten nicht. Du kannst doch zu dritt auf der Kloschüssel mit Frühstück und der Zivi mit dem Lappen zwischen den Füßen. Das, wenn sie da, die Mutti, meine Frau, sie kennen sie nicht. Die Mutter, meine Frau, die war immer schon heikel.
Also gerade alles, was mit Unruhm, da war es immer war's schwierig. Ja, ich durfte zum Beispiel, so hat es nicht leiden können, wenn sie sich wäschen wollte, dann durfte ich nicht ins Bad. Wenn sie sich Unruhm gewäschen hat, war's, hat sie es abgesperrt. Und da kommt sie zu dritt auf die Schüssel. Und ein 20-Jähriger ist mit dem Lappen zwischen den Da schlage ich sie lieber tot vorher. Das sag ich dir. Das kannst du mit Leuten, ja, zeig ich das, das wäre ja mir zu viel. Das wäre mir schon zu viel und ich vertrage was. Wenn ich noch in der Kirche wäre, steht jeden Tag beten. Ich sage, lieber Gott, sei so gut, ziel anständig, wenn mich der Schlag trifft und guck vorher, dass kein Arzt in der Nähe ist, dass auch Feierabend ist anschließend. Das ist doch das Schlimme. Ich mache mir heute noch Vorwurf wegen der Mutter, weil ich war dabei, wie es passiert ist. Das war nachmittags. Wir haben immer Kaffee getrunken zusammen. Jeder hat immer ein Stück Schwarzwälder gehabt und ein Stück Frankfurter Kranz. Und was an dem Tag jetzt, ob die Buttercreme einen Stich gehabt hat oder sowas. Ich weiß es heute noch nicht. Mitten beim Kaffee trinken, sag ich auf einmal Opa, war die Stimme schon so komisch, dann hat sie gesagt, Opa, ich glaube, mir geht's nicht gut. Da habe ich noch gesagt, Mutter, das möchte nichts, da trinke ich einen Asbach zusammen. Und nach dem zweiten Asbach fällt sie mir um. Und ich rinne für hol den Notarzt. Das hätte ich nicht gebracht. Ich hätte nur noch einen Asbach geben sollen. Verstehst du? Da hätte ich auch noch einen Asbach getrunken. Hätte ich gesagt, Prost, Mutter, mach's gut. Dann hätte die Armseele Ruhe gehabt, verstehst du? Und ich rinne für hol den Notarzt. Den hätte sie mal erleben sollen. Das war so ein junger Kerl, was der all angestellt hat. Der hat so eine Kiste dabei gehabt, was da Zeug drin war. Drei Spritze hat sie die und mit Elektro und Ufere rumgehebt. Und mich als noch beruhigt nebenbei, verstehst du? Und als noch gesagt hat, er gesagt, wir schaffen das, wir schaffen das. Der hat sich gefreut wie ein Schneekönig, wie er sie wieder gehabt hat. Ich hab ihm noch Trinkgeld gegeben. 10 €. Also sind sie so gut und sagen sie nichts zum Arzt. Gucken sie, wenn der was findet, wo ich sie neu lesen kann und ich weiß, wo sie ist, dann ist mir der Rest egal. Lassen sie es doch einfach, wie es ist. Sind sie so gut. Ja. Mit solchen Leuten, meine Damen und Herren, kann man keinen Widerstand organisieren. Das ist das Problem. Mit solchen Leuten können sie gar nichts anfangen. Grauenhaft. Das sind immer dieselben. Solche Leute treffen sie überall. Solche Leute treffen sie überall in den Wartezimmern. Die einen fürchten sich zu Tode, die anderen wollen betrogen sein. Mit denen kann man es machen, nicht wahr? Die merken gar nicht, was mit ihnen. Da kann die Ausplünderung der Bevölkerung lustig weitergehen. Nicht? Und da oben stecken sie auch alle unter einer Decke. Nicht wahr? Das kommt ja noch dazu, dass sie alles mit einem machen können. Und wir merken es überhaupt nicht. Eine Katastrophe. Nicht wahr? Jetzt, also jetzt auch noch demonstriert haben, habe ich gedacht, ja, haben sie denn gar keine Scham mehr? Fangen die Ärzte an zu demonstrieren. Bei den Klinikärzten habe ich es am Anfang noch versehen können, zeitweise. Bei denen wusste ich, da läuft es nicht mehr richtig. Früher wusste jeder Klinikarzt, man muss sich nur 6 Jahre lang ausplündern lassen, da darf man anschließend mitplündern. Nicht wahr? Und jetzt ist aber nichts mehr da zum Plündern. Nicht? Aber die niedergelassenen Ärzte, ungeheuerlich, nicht wahr? Und die Zeitungen sind auch noch alle drauf reingefallen. Ich weiß noch genau, alle Zeitungen, große Schlagzeilen geschrieben, als die Praxisärzte demonstriert haben, Alarm, jede zweite Arztpraxis geschlossen. Habe ich 10 Leserbriefe geschrieben, bravo, hoffentlich bleiben sie zu. Ich sag, können sie auch keinen Unfug anrichten. Nicht so ungeheuer, was ich habe, und ihr, als ich jetzt gemerkt habe, was mit dieser verdammten Gesundheitsreform passiert, diese Schamlosigkeit, da ist man wieder krank. Ich habe mein Sparbuch auch gelöst und habe von meinem eigenen Geld ein Flugblatt drücken lassen. Ab nächste Woche, wenn das so weitergeht, dann gehe ich in die Fußgängerzone mit meinem Flugblatt. Geld hat nur für ein Blatt gereicht, aber zweifarbig. Rot die Überschrift, das deutsche Gesundheitssystem ist korrupt und in den Händen der organisierten Kriminalität. Originalzitat, Bundeskriminalamt Wiesbaden. Das ist die Überschrift von meinem Flugblatt, verstehen Sie. Ja, die haben doch schon seit Jahren haben die eine Sonderkommission organisiertes Wirtschaftsverbrechen im deutschen Gesundheitswesen. Nicht Ergebnis, die kassenärztlichen Vereinigungen zeigen alle Merkmale mafiöser Strukturen. Systematische Ausbildung, schwere Wirtschaftskriminalität. Nicht wahr? Ärzte, die nicht mitmachen, werden ihre Existenz ruiniert.
So geht's doch überall. Ich habe das auf meinem Flugblatt, habe ich die ganzen Beweise aufgelistet, die Zahlen, die ich recherchiert habe in den letzten 10 Jahren. Seht ihr alles da, wie und wo wir Geld sparen könnten und wie viel. Nicht wahr? Bis zu 20 Milliarden Euro könnten wir sparen jedes Jahr, ohne dass irgendjemand schlechter geht. Allein 20 Milliarden gehen flöten nur durch Korruption und Betrug von Pharmakonzernen und Ärzteorganisationen. 20 Milliarden! Nochmal 20 Milliarden könnten wir sparen durch unsinnige Gerätediagnostik und überflüssige Medikamente. Etwa 40 Milliarden Euro. Das sehen Sie. Und warum ist es so, frage ich Sie. Warum? Ich sagen Sie, ja nicht, das ist eine Fehlentwicklung. Nein, das ist deswegen so, weil das Gesundheitssystem nicht für uns da ist, sondern wir sind für das Gesundheitssystem da. Ich habe es rausgefunden. Ich habe es hier, warten Sie, ich habe es. Letzte Woche habe ich schwarz auf weiß gefunden in einem Leitartikel vom Deutschen Ärzteblatt. War leider zu spät für mein Flugblatt. Nicht Deutsches Ärzte, ein Amtsblatt für den niedergelassenen Arzt. Pass auf, ich lese es Ihnen vor, ich konnte es mir nicht merken. Das in unserem Gesundheitssystem erbrachte Leistungsspektrum orientiert sich primär völlig zu Recht an den wirtschaftlichen Bedürfnissen der Leistungserbringer und orientiert sich nicht an den Bedürfnissen der Leistungsnehmer. Soll ich es nochmal vorlesen? Versteht man auf Anhieb, nicht? Aber man glaubt's nicht. Falls Irrtümer aufkommen, Sie sind die Leistungsnehmer. Wissen Sie, was das heißt? Sie sind völlig falsch gewickelt. Wenn Sie mal wieder zum Arzt gehen, achten Sie mal drauf. Sie warten immer, dass der Arzt Sie fragt, womit kann ich Ihnen helfen? Falsch. Sie müssen den Doktor fragen. Womit kann ich helfen, Herr Doktor? Mit welcher Krankheit kann ich dieses Quartal behilflich sein, Herr Doktor? Das müssen Sie fragen, nicht? Systematische Ausplünderung der Bevölkerung. Und so geht das immer weiter, weiter. Da kommen Sie mir jetzt sicher an. Und jetzt kommen Sie mir jetzt bloß nicht und sagen Sie mir, Sie kennen einen Arzt, der sich Mühe gibt. Ich kenne auch einen. In Krankenhäusern wimmelt es ja von solchen Ärzten. Pflegepersonal nicht zu vergessen. Bis zur Erschöpfung, für wenig Geld sind Sie für Ihre Patienten da. Alles, was ich dagegen weiß, sind die nützlichen Idioten in einem korrupten System. Hat noch viel mehr gehabt, hat noch nicht mal das Flugblatt gepasst. Ich hätte eigentlich ein Flugbuch hätte ich schreiben müssen, nicht wahr? Damit alles draufgegangen wäre. Zum Beispiel müsste man den Leuten dringend noch erklären, dass die Pharmakonzerne dabei sind, zu mutieren. Sie verändern sich. Die weltgrößten Pharmakonzerne werden mittlerweile auch Nahrungsmittelkonzerne. Wissen Sie, was das heißt? Dass sie umzingelt und eingekreist sind. Man schätzt, dass 15.000 Pharmaknechte weltweit nichts anderes machen, als bei ahnungslosen Kleinbauern Jahrhundert alle Kulturpflanzen einsammeln, die bringen sie ins Labor, zerlegen sie ihre Bestandteile, lassen sich die Genpatente sichern und damit gehen sie auf uns los. Mit dem gentechnisch veränderten Dreck messen sie uns so lange, bis wir so krank und fett sind, dass wir dann endlich noch ihre Medikamente brauchen, die ohne ihren Dreckfraß gar nicht gegessen werden müssten. Das ist die Situation, nicht wahr? Und so geht's weiter, weiter. Der nächste Schritt auch schon, der ist schon getan. Ich weiß nicht, was er bedeutet. Vor 2 Jahren hat ein Weltkonzern die Patentrechte für menschliches Erbgut erworben. Beim Europäischen Patentamt, was macht er denn damit? Mit den Patentrechten für menschliches Erbgut. Wahrscheinlich das Wachstum steigern. Dann ist ja gut, dann können wir froh sein. Die deutschen Versicherungskonzerne haben einen Gesetzentwurf in der Schublade. Sie wollen unsere DNA-Analysen einsehen, ohne dass wir sie einsehen. Was machen die damit? Bestimmt auch nur das Wachstum fördern, so wie die Allianz, nicht? Die fördert das Wachstum. Ein paar Tausend müssen ins Gras beißen, aber für das große Ganze wird es gut sein. Dann ist das eben so. Das ist die schöpferische Kraft der Zerstörung, die dem Kapital innewohnt. Wenn Sie den Satz noch nicht kennen, müssen Sie ihn auswendig lernen. Der wird Ihnen öfter begegnen. Den brauchen Sie in den nächsten Jahren. Josef Schumpeter, berühmter Wirtschaftstheoretiker. Das Kapital hat die schöpferische Kraft der Zerstörung. Ist das nicht ein seltsames Wesen, das Kapital? Scheu und ängstlich wie ein Reh. Beim leisesten Laut zuckt es und springt über den Zaun. Aber es hat die schöpferische Kraft der Zerstörung. Beneidenswert, so wäre ich auch gerne. Ich habe schon überlegt, man müsste das üben können. Training, Volkshochschule. Könnte Kurse anbieten. Schöpferische Kraft der Zerstörung für die Mitglieder allgemeiner Ortskrankenkassen. Und dann machen wir das 2-mal die Woche. Dienstag, Donnerstag machen wir einen Kurs. Und am Ende des Grundkurses gehen wir zu unserem Radiologen und zerreinigen ihm die Praxis. Nicht? Und dann machen wir einen Aufbaukurs. Und am Ende des Aufbaukurses machen wir eine Sozialstaatsreform, vor der wir keine Angst mehr haben. Nur noch die anderen da oben. Nicht? Das wäre doch mal was. Und danach sind wir dann anschließend scheu und ängstlich wie ein Reh. Aber erst anschließend. Nur in der Reihenfolge. So, das wollte ich loswerden. Jetzt können Sie Ihr blödes Referat halten. Ja, meine Damen und Herren, das ist natürlich ohne Zweifel. Meine Damen und Herren, das ist ohne Zweifel mehr als ein kleiner Wortbeitrag gewesen, aber außerordentlich interessant. Sie haben stark applaudiert, aber Sie sind sicher auch ein wenig bedrückt, meine Damen und Herren.
wie viel negative, emotionsgeladene Energie uns da begegnet. Wir von der Stiftungsinitiative sind aber gewohnt, selbst solchen Menschen positiv zu begegnen. Wir versuchen, das Positive auch in solchen verzweifelten Menschen zu sehen. Und das ist eben die Energie, meine Damen und Herren. Man muss sie umpolen, vom Negativen ins Positive wandeln. Und dann haben wir die Energie, die wir alle brauchen, um Deutschland zu helfen. Dazu brauchen wir auch ihn. Alle. Sie, ihn, aber ganz besonders natürlich ihn, meine Damen und Herren. Er ist der Allerwichtigste. Der junge, demotivierte Arbeitslose. Er und die anderen 900.000, die sind nicht Täter, meine Damen und Herren. Die sind Retter. Sie sind unsere Hoffnung. Dazu müssen wir sie einfach anders betrachten lernen. Was hat er zum Beispiel für eine Lebenserwartung? Was schätzen Sie? Was hat ein arbeitsloser Mann in Deutschland für eine Lebenserwartung? 75. 75, nicht schlecht. Wenn er eine Frau wäre, was hätte er dann für eine Lebenserwartung? Ein bisschen höher. 80, richtig. Sie sind informiert. Steigt übrigens die Lebenserwartung. Haben Sie gelesen neulich in der Zeitung? Lebenserwartung in Deutschland ist gestiegen um 2 Jahre. So, haben wir uns schon mal ein Bild von seiner Lebenserwartung gemacht, meine Damen und Herren. Könnte man denken. Eine kleine Zäsur an dieser Stelle. Wir haben eben gar nicht über seine Lebenserwartung geredet. Wir haben über seine Lebensdauer geredet. Wenn wir uns ein Bild von der Lebenserwartung machen, so wie wir diesen Begriff benutzen, dann liegen wir alle falsch. Ich auch. Seine Lebenserwartung sinkt nämlich nicht mehr, meine Damen und Herren. Seine Lebensdauer, die steigt noch, seine Lebenserwartung sinkt. Bin durcheinander gekommen, entschuldigen Sie. Machen Sie mal ein kleines Experiment bei der Gelegenheit. Sie haben doch bestimmt alle mittlerweile auch Arbeitslose in Ihrem Bekannten- und Verwandtenkreis. Suchen Sie sich einen vergleichsweise jungen Arbeitslosen und dann sagen Sie dem mal in aller Ruhe ins Gesicht, ist dir klar, dass du mal 80 wirst? Sie lachen, weil Sie sich vorstellen können, dass er sich gar nicht freut. Ein alter Menschheitstraum, so alt werden, wie es irgend geht, lange leben. Aber viele in dieser Gesellschaft freuen sich nicht mehr, wenn Sie ihm das sagen, dass er 80 wird. Vielleicht erschrickt er und hat Entsetzen in seinen Augen. Warum? Weil er eine Ahnung hat, was einen wie ihn im Alter erwarten kann. Entmündigung, Demütigung, namenloser Tod als anonymer Pflegefall auf irgendeiner Intensivstation. Und genau dafür soll er sparen, sobald er einen Billigjob hat. Liest aber in der Zeitung, dass das System der deutschen Pflegeversicherung kurz vor dem Kollaps steht, dass in einem Land mit 4,5 Millionen Arbeitslosen Tausende, Zehntausende von Stellen in Alters- und Pflegeheimen unbesetzt sind und vielleicht hat er sogar gelesen, dass die ungeklärten Todesfälle in Deutschlands Pflegeheimen, dass die zweistellige Zuwachsraten haben. Was glauben Sie, meine Damen und Herren? Wie viele von seiner Sorte würden herzlich gern auf einen solchen Lebensabend verzichten? In einem der reichsten Länder der Erde. Es ist an der Zeit, dass wir Lebenserwartung und Menschenwürde neu gestalten, mit neuem Sinn füllen, so gestalten, dass möglichst viele von den Schwächsten sie bis ans Ende ihrer Tage auch erleben können. Und Sie müssen jetzt keine Sorge haben, dass ich von unserem Thema abgekommen bin. Unser Referat, unser Informationsabend heißt Deutschland helfen. Damit wollen wir Deutschland helfen. Keine Gefühlsduselei, sondern ein Wachstumskonzept. Und wenn wir uns an der Stelle einig wären, könnten wir eigentlich aufhören. Denken Sie, können wir nicht, meine Damen und Herren. Jeder Funktionär, jeder Lobbyist, der Funktionär irgendeiner Partei, würde, wenn Sie von diesem Abend erzählen, sagen, ja, ist eine tolle humanitäre Grundhaltung von dem Mann, der das erzählt hat. Aber wie sieht es denn mit der Gegenfinanzierung aus? Und genau die haben wir deswegen durchgerechnet. Wir machen Ihnen jetzt noch, und es dauert nicht lange, es geht im Prinzip auf den Bierdeckel. Da können Sie es aber nicht sehen, ich mache es Ihnen auf die Tafel. Wir machen Ihnen eine durchgerechnete Kosten-Nutzen-Analyse für ihn und alle 900.000 demotivierten jungen Arbeitslosen in Deutschland. Wir schaffen Wachstum, indem wir ihm helfen, meine Damen und Herren. Die Analyse geht auf eine Tafel, auf eine einzige Seite. Ich benutze dazu eine einfache Methode, nämlich die sogenannte Worst-Case-Studie. Ist heute relativ modern, er ist unser Worst-Case. Und wir rechnen durch, welchen volkswirtschaftlichen Nutzen bringt er uns, welche volkswirtschaftlichen Kosten verursacht er. Machen wir kurz ein Stichwort, nehmen wir mal an, er ist ein Durchschnittsarbeitsloser unter 30. Er kostet die deutsche Gesellschaft im Schnitt 700 Euro, meine Damen und Herren. Sie werden sich wundern, so viel, er kriegt ja nur 340, der Rest sind Zuschüsse und Verwaltungskosten. Der Nutzen, der von ihm ausgeht, das, was er zum Einzelhändler trägt, ist denkbar gering. Maximal 50 Euro. Maximal. Je älter er wird, umso weniger wird es natürlich. Heute ist der Nutzen maximal 50 Euro. Sie sehen hier schon eine große Diskrepanz. Jetzt nehmen wir mal an, er ist ein richtiger Worst Case. Er ist dauerhaft arbeitslos. Vielleicht hat er die Arbeitslosigkeit schon geerbt. Das gibt's in Deutschland. Arbeitslose der zweiten Generation. Über 400.000. Ein richtiger, schwerer Worst Case. Er ist und bleibt arbeitslos.
Er lebt, nehmen wir mal an, 55 Jahre als Stichtag. Das ist ein guter Stichtag, weil das ist das Durchschnittsalter eines Deutschen, der aus dem Erwerbsleben ausscheidet. Danach lebt er statistisch noch 25 Jahre weiter. Die gesellschaftlichen Kosten steigen an. Sie wissen alle warum. Personalintensive Pflegekosten, Hochleistungsmedizin. Im Schnitt liegen die Kosten derzeit bei den letzten Jahren bei 1200 Euro. Sein volkswirtschaftlicher Nutzen sinkt aber eher noch mehr. Noch unter diese 50 Euro. Logisch, er kann immer schlechter laufen im Alter. Gehhilfe, Rollstuhl, zum Schluss ist er im Heim. Dann landet beim Einzelhändler nur noch das, was ihm der Pfleger abnimmt. Also das sind maximal 50 Euro, eher weniger, aber lässt sich für mich einfacher rechnen. Abschlussbilanz, meine Damen und Herren. Er kostet bis zu seinem statistischen Ableben die Gesellschaft 600.000 Euro. Sein volkswirtschaftlicher Nutzen summiert sich auf magere 33.000 Euro. Und wenn wir jetzt die Rendite ausrechnen, Sie wissen alle, wie das geht, man teilt Nutzen durch Kosten, dann kommen wir auf eine magere Rendite von 5,5%. Und das bei so einer langen Laufzeit. Dafür steht Josef Ackermann morgens noch nicht mal auf, meine Damen und Herren. Das ist in der Tat also der Status quo. Er ist totes Humankapital ohne Rendite. Das ist die Jetzt-Situation. Und wir, die Stiftungsinitiative Leben Jetzt, meine Damen und Herren, verändert einfach ein psychologisches Paradigma. Wir betrachten ihn anders. Wir sehen ihn nicht mehr primär als Arbeitslosen, sondern als Menschen mit normalen Bedürfnissen. Er will Geld ausgeben und wir geben es ihm. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Woher nehmen und nicht stehlen? Ohne es Ihnen aus der Tasche zu holen. Hier, dieses Geld geben wir Ihnen, meine Damen und Herren. Diese 600.000 Euro, die ohnehin da sind, die geben wir ihm. Das Geld, was er sowieso kostet, das heute in einem unübersichtlichen Gesundheitssystem verschwindet, in dunklen Kanälen, das geben wir ihm in Vertrauen auf seinen gesunden Menschenverstand. Er trägt es zum Einzelhändler. Wir geben es ihm nicht auf einmal, das Geld. Mit so viel Geld kann er nicht umgehen. Wir geben es ihm in Monatsraten, 30 Jahre lang. Wissen Sie, was das für eine Monatsrate ist? 1.666 Euro, mehr als wir ihm versprochen haben. Selbst wenn er ein Zauderer und Zögerer ist, meine Damen und Herren, 1.000 Euro wird er jeden Monat mit Sicherheit zum Einzelhändler tragen. Und wenn er das macht, dann bringt er das 20-fache dessen als Impuls zum Einzelhändler, was er heute tut. Der Wachstumsfaktor heißt 20. Wenn wir das mit allen jungen Arbeitslosen Deutschlands machen, hätten wir einen Wachstumsimpuls im ersten Jahr von 9 bis 12 Milliarden Euro. Wir würden auf 2,8 bis 2,95% Wachstum kommen. Sie wissen, was das heißt. Ab 2% kriegen wir Arbeitsplätze. Wir würden über 400.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Er selber braucht gar keinen. Er muss das Geld nur ausgeben. Es wären neue zusätzliche Arbeitsplätze, meine Damen und Herren. Und jetzt machen wir die Abschlussrechnung. Er kostet immer noch 600.000 Euro. Das habe ich Ihnen ja versprochen. Wir holen keinen Euro mehr von Ihnen. Aber sein wirtschaftlicher Nutzen, der explodiert und liegt jetzt bei 360.000 Euro. Und das ist eine Rendite von sage und schreibe 60%. Das ist selbst für Josef Ackermann sehr viel. Der würde sagen, den jungen Mann, den möchte ich persönlich kennenlernen. Was haben wir gemacht, meine Damen und Herren? Wir haben diesem jungen Menschen Angst vor Altersarmut und Angst vor Verlust der Menschenwürde im Alter genommen. Und er hat uns alles zurückgegeben durch Wachstum. Ein Pakt auf Gegenseitigkeit. Er hat 30 Jahre lang die Möglichkeit, ein vielleicht bescheidenes, aber gesichertes Leben zu führen. Und er wird dann mit 55 Jahren zufrieden und glücklich die Augen schließen, meine Damen und Herren. Und auf diese Art und Weise, meine Damen und Herren, hätten wir Menschenwürde und Lebenserwartung mit neuem Sinn erfüllt, neu gestaltet. Vor über 10 Jahren ist ein wichtiger Satz in Deutschland von Ihnen unbemerkt geäußert worden. Der damalige Präsident der Bundesärztekammer hat damals gesagt, wir müssen uns über das sozialverträgliche Frühableben unserer älteren Mitbürger ganz neue Gedanken machen. Und wir haben diesen Satz mit Leben erfüllt, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. So. Ja. Ich wollte nicht. Ja, ich wollte nur kurz sagen, was ich von dem ganzen Zeug da halte. Das mit so Stiftungsdingen und Wohltätigkeit und der ganze Scheißdreck, das ist nichts. Das die, mit den ganzen Vereinen, die es da gibt, und mit Rotarie und Lione und das ganze Zeug, ich halte da gar nichts davon. Ich kenne sie aber. Ich kenne sie genau, ich bin alle Homburger. Bei uns, da haben die zum Beispiel,
ist die Hobby im Entstand samstags auf dem Wochenmarkt. Ich weiß aber nicht, ob es die Rotarier oder die Lione sind. Das sind die, die haben so einen blauen Lappen als Vereinswimpel. Ob sie immer mit Reißzwecken vorne haben, tapeziert ich. Das Ding ist drauf, was, ich glaube, das Lenkrad vom Segelboot haben sie auf dem Vereinswimpel als Wappen drauf. Und dann haben die immer Plakate dabei. Da steht drauf, weil sie gerade Geld am Sammeln sind. Meistens haben sie irgendwo so halb verhungerte Nege. Und als auch mal Krankheiten, die keine Sau kennt. Und da sammeln sie Geld dafür und machen Mords, was sie für Kerle sind, weil sie da ein paar Geräte eingesammelt haben. Wahrscheinlich bringen sie es bei der nächsten Safari, geben sie es selber ab, das Geld. Und das hören wir da auf. Ich halte, wenn ihr mal so einen Stand seht, dann müsst ihr nur mal gucken, was das für Leute sind. Da weißt du Bescheid. Ich kenn das, ich sehe sowas, 10 Meter gehe ich in den Wind. Das sind immer nur Leute, die sich ihr Laptop beim Schaffen die Finger nicht dreckig gemacht haben. So Leute sind das. Ich sehe das. Ich bin alle Arbeiter, ich bin alle SPDler. Das ist mit so Leuten. Zum Beispiel habe ich nie verstanden, warum die haben immer einen Kühlschrank bei ihrem Stand dabei. Da habe ich immer schon gedacht, was brauchen die einen Kühlschrank, wenn sie für den Neger Geld sammeln? Ja? Aber neulich hat der aufgestanden, der Kühlschrank. Da habe ich es gesehen, da haben sie den Shampoos drin. Verstehst du, wenn es noch langweilig wird für den Nischer-Sammler, gibt es einen kleinen Shampoos. So läuft's. Und die Ding ist auch immer dabei, die Frau von meinem Zahnarzt, die dumme Nuss. Verstehst du, die ist auch als, die steht immer am Suppenkübel. Ja, die haben so einen Suppenausschank, verstehst du? Da haben wir so ein Watz-Ding, ein Kavenzmann vorne drauf, da verkaufen sie als Kartoffelsuppe. Aber mit Lachs, verstehst du? Ja, der ist wahrscheinlich vom Sektfrühstück übersprübelnde Lachs. Ja, da schmeißen sie in die Kartoffelsuppe und gehen auf den Wochenmarkt für den nächsten Geld sammeln. So lebt sie. Ja, du brauchst mir nichts erzählen. Ich hab noch, aber ich habe mal gesagt, was ich von ihnen halte. Ja, ich weiß auch noch genau, wann es war. Das war der Ding. Genau, jetzt ein Tag vor der Bundestagswahl, das weiß ich noch, weil mir ging es nicht gut. Wir hatten freitagsabends, so hatten wir noch Ortsvereinsversammlung. Kannst du dir vorstellen, wie die Stimmung war. Und ich, wie es der Teufel will, ich gehe samstags morgens auf den Wochenmarkt und ums Verrecken, gerade wie ich an dem Stand vorbeikomme, da habe ich gesehen, wie sie alle mit dem Shampoo in der Hand stehen und der Oberdumm schwätze, hat gesagt, meine Herren, lassen Sie uns trinken, auf das Ende der Sozialdemokraten. Und da haben sie alle gelacht, haben angestoßen und in einem Zug war der Shampoo fort. Und da war Feierabend bei mir. Verstehst du? Ich habe umgedreht, bin wieder hin und habe gesagt, wisst ihr, was ich von euch halte? Habe ich gesagt, wenn es euch nicht gibt, da bräuchte man auch keinen Stand. Habe ich nicht gesagt. Was anderes ist mir so schnell nicht eingefallen. Ja, ich hab gegangen. Ich habe ja nicht groß Zeit zum Überlegen gehabt. Dann kannst du dir vorstellen, wie sie blöd geguckt haben. Dann haben sie so gemacht, als ob sie es nicht verstanden hätten. Und dann hat der Obersimpel gesagt, guter Mann, was möchten Sie uns denn damit eigentlich sagen? Ich habe es ihm erklärt. Das ging ganz schnell. Ich habe gesagt, pass gut auf, habe ich gesagt. Erstens bin ich nicht ein guter Mann. Ich gesagt, und zweitens, von dir will ich doch gar nichts. Ich gesagt, ich bin Arbeiter. Ich hab von dir mein Laptop nichts wollen. Ich gesagt, ich wollte nichts anderes wie einen anständigen Lohn. Ich hab 45 Jahre lang geschafft wie ein Brunnenputzer. Und wenn der Lohn anständig wurde, hat's gereicht für Kartoffelsuppe, für die ganze Familie. Da war aber auch kein Lachs drin, sondern Wäsche, wie es sich gehört. Da habe ich gesagt, und da war sogar als noch ein Teller übrig, den habe ich abgegeben. Da habe ich mir aber ausgesucht, wenn ich einen Teller Kartoffelsuppe gebe, und da wärst du simpel nicht dabei gewesen, habe ich gesagt. Du, gerade nicht, uns verrecken nicht. Da könnt ihr am Arsch erinnern. Meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen meine persönliche Auffassung zu dieser Stiftungsinitiative nicht vorenthalten. Sie können davon ausgehen, ich bin der festen Überzeugung, dass sich bei einer derartigen Initiative Tausende von Menschen mit Begeisterung melden würden. Und niemand von uns hätte das Recht, sich darüber aufzuregen.
Wir müssen uns über eins im Klaren sein. Das sind natürlich Menschenopfer für Wachstum, meine Damen und Herren. Und was ist denn dabei? Ja, die gab es immer schon. Menschenopfer für Wachstum. Wir müssen vom hohen Ross runterkommen, dass wir glauben, das haben wir überwunden. Die gab es immer, die wird es weiterhin geben. In Deutschland sterben jedes Jahr über 10.000 Menschen an den Folgen von Dieselruß. Das sind auch Menschenopfer für Wachstum. Die husten sich noch tot. Er kriegt sogar Geld dafür. Und sehen Sie, der Fortschritt ist auf keinen Füßen unterwegs. Wir müssen uns dringend und schleunigst damit befassen, das Land mit anderen Augen zu betrachten. Das kann ich Ihnen nur raten. Jahrelang habe ich nicht verstanden, was in diesem Land los ist. Nicht, weil ich es falsch gesehen habe. Ich habe viele Dinge für Missstände gehalten, die gar keine sind. Das ist falsch. Manche Dinge, von denen Sie glauben, das sind politische Fehlentscheidungen, weil Sie nichts davon haben oder die Allgemeinheit nichts davon hat, das sind gar keine Fehlentscheidungen. Gucken Sie mal bei Gelegenheit mal genauer hin. Die sind immer für irgendjemanden nutzen, nur sind nicht dabei. Und da müssen Sie sich dran gewöhnen. Das ist gut. Dann wird ihr dann lösen sich die Widersprüche auf. Ihre Wut wird noch größer, aber die Widersprüche lösen sich auf. Seitdem ich das Gesundheitssystem so betrachte, habe ich es besser verstanden. Ich habe auch das Bildungssystem besser verstanden. Das habe ich auch jahrelang nicht kapiert. Wie es denn sein kann, dass ausgerechnet im Land der Dichter und Denker, sehen Sie, bei jeder Festtagsrede wird vollmundig immer erklärt, nichts ist in einem Land mit wenig Rohstoffen wichtiger als ein höchstmögliches Bildungsniveau der Kinder. Und ausgerechnet in diesem Land verrotten die Schulen und vergammeln. Nicht wahr? Eine Heerscharen von Pisa-Idioten und Krüppeln bevölkern das Land. An der Lobby kann es doch nicht liegen. Nicht wahr? Gucken Sie die Lehrer nicht da. Die Lehrer sind zu Tausenden in den Parlamenten und Gremien. Aber ihr eigentlicher Arbeitsplatz geht vor die Hunde. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann es denn sein? Nicht wahr? Und wie Sie das. Und dann. An dem Beispiel kann ich es Ihnen sehr schön deutlich machen. Das ist kein Missstand. Vielleicht ist es Absicht, meine Damen und Herren. Die Krokodilstränen über die schlechten PISA-Ergebnisse sind vielleicht geheuchelt. Die Hälfte davon will es nicht anders. Überlegen Sie doch mal, was brauchen wir im Land? Wir lernen es gerade, Wachstum. Absolute Vorfahrt für Wachstum. Und was brauchen wir zum Wachstum? Brauchen wir dafür Heerscharen von Arbeitskräften? Nein, wir brauchen Heerscharen von Konsumenten. Und da kann auch ein Grundmaß an Dummheit nur hilfreich sein. Das sehen Sie, und wenn Sie sich einen Augenblick so lang lachen, versuchen Sie es mal. Wenn Sie diesen Gedanken für einen Augenblick zu Ende bringen, dann lösen sich alle Widersprüche auf. In keinem Land Europas ist die Abhängigkeit der Bildung eines Kindes so groß von der Herkunft seiner Eltern wie bei uns. Die soziale Herkunft entscheidet über das Bildungsniveau. Und was heißt das in einem Land, in dem derzeit die Armut explodiert, dass wir einen soliden Stamm von schlichten Gemütern heranzüchten? Die Verbraucherzentralen und die Schuldnerzentralen, die helfen sollen, die kriegen das Geld zusammengestrichen und die stellen. Das ist kein Widerspruch, verstehen Sie? Das ist gut so. Der Pöbel soll nicht zögern, nicht nachdenken. Der Pöbel soll den erstbesten Dreck kaufen, der angeboten wird. In der Werbepause zwischen zwei schönheitschirurgisch optimierten Elendsgestalten und ihren Vorbildern Verona Feldbusch und Heidi Klum. Ich bin ein Spinat, du kannst mich essen, blub. Ich sage, das so will ich es betrachten. Sehen Sie mal. Überlegen Sie doch mal, was passieren würde. Stellen Sie sich doch mal vor, bei uns würden junge Menschen mit dem Handy nur noch telefonieren. Dann bricht eine Wachstumsindustrie zusammen. Das wäre nicht gut. Nicht, oder zum Beispiel, Eltern würden ihren Kindern selber Essen kochen und würden sie nicht mit Big Mac Cola, Drecksdöner füttern. Das ist nicht gut fürs Wachstum. Jeder Big Mac Döner Cola ist gut fürs Wachstum. Und wenn Sie den kleinen Fettmann kurz bevor er platzt, von dem Dreck, den er da reingestopft kriegt, noch zum Arzt und ins Krankenhaus bringen, nochmal Wachstum für die Gesundheitsindustrie. Wir brauchen Idioten, sonst frisst keiner das Gammelfleisch. Das ist wichtig. Dann sehen Sie, und dann kriegen wir Wachstum und dann gibt's wieder massenhaft Arbeitsplätze und dann haben wir es geschafft. Für den Satz brauchen Sie auch Idioten. Nicht? Ja. Den kriegen wir auch jedes Mal wieder von Neuem erzählt. Nicht, dabei wissen das alle schon längst. Jeder, der noch halbwegs seine Tasse im Schrank hat in diesem Land, weiß, dass die Vollbeschäftigung nie mehr wiederkommen wird. Eine kurze Episode in der Geschichte der Industriegesellschaft. Warum sagen es uns die Politiker nicht? Fehlt ihnen der Mut? Was machen sie? Sie dröhnen uns die Ohren voll. Über die wirklichen Probleme reden sie mit uns nicht. Ob man in einem Land mit 15-20% dauerhafter Erwerbslosen, was eine realistische Schätzung ist, friedlich miteinander leben kann, wenn gleichzeitig Armut und Reichtum explodieren? Nichts. Was wir serviert kriegen vom Berliner Polizirkus sind Ablenkungsmanöver und Scheingefechte. Jede Woche wird eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Dann ist sie für eine Woche lang in der runden Manege. Und wenn wir dann sagen, was ist denn das für eine Sau, da ist sie schon wieder weg. Nicht? Da ist schon wieder die Nächste unterwegs. Da geht's doch nicht lang. Das ist doch nicht der erste Gammelfleischskandal, das ist doch der dritte. Explodierende Managergehälter, Nebenverdienste der Abgeordneten, Irrsinnspension der Volksvertreter. Eine Woche aktuell, zack, weg. Nicht? Können Sie sich noch an die explodierenden Managergehälter erinnern? Was war so eine Aufregung war damals?
Aber so merkwürdig, nicht innerhalb einer Woche haben alle Illustrierten und Politiker Deutschlands bemerkt, dass die Manager zu viel verdienen. Wir wussten es ja immer schon, aber dass die es auch gemerkt haben. Nicht? Und dann hätten sie es erleben. Können Sie sich erinnern, Edmund Stoiber zum Beispiel, der Rächer der sozial Schwachen. Ja, heldenhaft hat er sich den gierigen Manager in den Weg geworfen. Nicht in jedes Mikrofon, das ich schnell genug vor ihm weglaufen konnte, hat er hinein posaunt. Er, Edmund Stoiber, wird einen Gesetzentwurf zur Deckelung der Managergelder im Bundesrat einbringen. Er ist auf dem Postweg verloren gegangen. Ja. Ja, und was ist, nicht wahr? Was ist denn? Nicht, was ist? Was ist mit den explodierten Managergehältern? Explodieren immer noch. Nichts hat sich, nein, können ja nicht, geht ja nicht. Physikalisch Unsinn, nicht wahr? Entschuldigung, explodieren ist ja ein einmaliger Vorgang. Sie sind explodiert. Sie kleben an der Decke und keiner kratzt sie ab, die Managergehälter. Doch, ab und zu kommt der Bundespräsident und hält einen Appell. Staatstragende Rede zum Volk. Und der Bundespräsident kann mich noch erinnern an seine erste große Rede, wo er sich gesagt hat, er möchte sich mal direkt an die deutsche Bevölkerung wenden. Wissen Sie, wo er es gemacht hat? Bei einem Festakt der Arbeitgeberverbände. Da trifft sich das Volk immer gerne mal auf ein Gläschen. Ich war, da war er aufgeregt. Ich war, da hat er dann, ja. Und da hat dieser Hund tatsächlich gesagt, der aufrüttelnde Satz in der Rede von Köhler war der Satz, jeder in der Gesellschaft wird einen Beitrag leisten müssen. Das war der Aufrüttelsatz. Herr Köhler, die Kamera war zufällig gerade bei dem Arbeitgeberhund. Da konnte man sehen, wie ihm vor Lachen die Tränen in die Augen geschossen sind. Nicht, die hat er sich dann anschließend, die Lachtränen, hat er sich beim Revier vom Köhler abgewischt nach der Rede und hat diesen wunderbaren Satz gesagt. Ich danke Ihnen, Herr Bundespräsident, für diese wundervolle Rede und möchte Ihnen an dieser Stelle versichern, dass auch wir Arbeitgeber unser Schärflein beitragen werden. Schärflein. Da werden sich die Pisa-Krüppel im Land am Kopf gekratzt haben. Was, haben wir schon wieder eine neue Währung? Ja, Schärflein. Ja, könnt ihr doch nicht wissen. Meinen Sie, so ein Pisa-Trottel, weißt du, was ein Schärflein ist? Gucken Sie mal im Lexikon, ich habe nachgeguckt. Schärflein, kleinstmögliche Münzeinheit. Das werden wir kriegen von Arbeitgebern. Ja, so läuft die Debatte in diesem Land. Übrigens muss man gar nicht immer Scheingefechte mit den Obrigkeiten und den Mächtigen inszenieren. Man kann auch das Volk aufeinanderhetzen. Das ist noch effektiver. Zum Beispiel Ost-West-Konflikt schüren, einen, den es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Den Ossi-Bären am Nasenring durch die Manege tanzen lassen. Ja, freuen sich alle. Die Bild-Zeitung noch eine Woche, da sind wir wieder beschäftigt. Divide et impera haben das die alten Römer genannt. Teil und herrsche. Der Bundespräsident hält eine Rede dazu, der mischt bei sowas auch gerne mit. Eine bedauerlicherweise viel beachtete Rede. Mit einem einzigen Satz schürt er den Ost-West-Konflikt für ein halbes Jahr. Können Sie sich an den Satz noch erinnern, wie er gesagt hat? Die Angleichung der Einkommensverhältnisse zwischen Ost- und Westdeutschen wird noch eine ganze Generation brauchen. Kollektives Aufjaulen der Ostdeutschen. Oh, wenn wir das gewusst hätten. Nicht? Dann hämisches, lauerndes, grinsendes Fragen der Westdeutschen. Ja, was wäre denn gewesen, wenn ihr das gewusst hättet? Mit so einem hämischen Unterton, den hört der Ostdeutsche sofort. Der hat noch große Ohren von früher. Der hört alles, nicht wahr? Ja, und schon ist der Konflikt wieder geschürt, nicht wahr? Und das mit einem Satz, der auch noch gelogen ist zu allem Überfluss. Dreist gelogen. Die Angleichung der Einkommensverhältnisse zwischen Ost- und Westdeutschen ist so gut wie abgeschlossen. Wenn der Bundespräsident den Satz noch einmal sagt, zeige ich ihn an, wegen arglistiger Täuschung des Volkes. Den Paragraphen gibt es gar nicht, aber irgendwas finde ich. Nicht wahr? Wissen Sie, warum ich mir so sicher bin, dass er gelogen hat? Von irgendwas muss er Ahnung haben, der Mann, oder nicht? Wenn er von irgendwas Ahnung haben sollte, dann von Geld. Er ist gelernter Sparkassenfilialleiter. Da muss er wissen, dass dieser Satz nicht wahr ist. Ich habe mich erkundigt beim Statistischen Bundesamt in Wiesbaden. Innerhalb eines einzigen Tages habe ich alles nachgelesen. Ich kann es auswendig, ich kann es Ihnen auf die Tafel machen. Dann kommt auch mal was Anständiges auf diese Dreckstafel hier drauf. Dann kann ich Ihnen mal zeigen, wie es wirklich aussieht. Hochinteressante Statistik, die haben es nämlich verglichen. Die Entwicklung des Geldeinkommens von Ost- und Westdeutschen, die letzten 10 Jahre. Und zwar haben die was ganz Tolles gemacht. Die haben das reichen Viertel Deutschlands mit dem armen Viertel Deutschlands verglichen. Die Hälfte der Bevölkerung, äußerst interessant. Und zwar nur Geld, Pinunze, klingende Münze, ohne Hausgrund und Boden. In den letzten 10 Jahren im reichen Viertel Westdeutschlands plus 28%, im reichen Viertel Ostdeutschlands plus 86%. Das ist doch eine schöne Aufholjagd. Da kann man doch nicht meckern. Finden Sie nicht? In absoluten Zahlen kann ich Ihnen auch noch machen, da haben wir die Tafel voll. Ja, von 40.000 auf 50.000 Euro im Westen, der geht auch nicht auf die Tafel. Von 15.000 auf 30.000 im Osten. So, hier, meine Damen und Herren, ist es bald abgeschlossen. Die Angleichung der Einkommensverhältnisse. Und im armen Viertel Deutschlands ist es noch besser. In den letzten 10 Jahren hat sich das Geldvermögen der Ostdeutschen im armen Viertel um 21% verringert und im Westdeutschland um 51%.
Wenn Sie das als Balken haben wollen, werden Sie es hinten nicht mehr erkennen können. Wir müssen ja im Master bleiben, verstehen Sie? Von 2.100 auf 1.000, was weiß ich, 700 und von 4.000 auf 2.000. Hier, meine Damen und Herren, hier im Osten, im Armenviertel, da sind Sie schon auf Augenhöhe gemeinsam in der Gosse beisammen. Hier treffen Sie sich demnächst, da wächst zusammen, was zusammengehört. Können Sie da einen Ost-West-Konflikt erkennen? Nichts, nicht die Bohne von einem Ost-West-Konflikt. Merkwürdig, dass der Bundespräsident auch vergessen hat zu sagen, dass die Entwicklung des Geldvermögens in entgegengesetzte Richtung läuft. Er hat übrigens noch was anderes übersehen, dass der andere Satz, den er dann dauernd gesagt hat, auch nicht stimmt. Der wird jetzt aber ständig wiederholt, der Satz, weil er durch seinen Mund geadelt ist. Pausenlos kam jetzt überall in Deutschland und der Bundespräsident hat auch gesagt, die Deutschen sparen zu viel, sie sollen mehr Geld ausgeben. Da soll er mal das Armenviertel besuchen, der Bundespräsident. Er hat doch ein Eid geschworen, dass er Präsident aller Deutschen ist. Da soll er mal hingehen. Die sind die vorbildlichen Deutschen. Genau das, was er möchte, das machen sie. Die letzten Kröten ausgeben, kann er sie doch mal lobend erwähnen. Nichts von Ost-West-Konflikt. Ein lupenreiner Arm-Reich-Konflikt ist das. Aber die Sau wird nicht durchs Dorf getrieben. Finden Sie es nicht seltsam, dass diese Sau nie durchs Dorf getrieben wird? Soll ich Ihnen sagen, warum? Weil sie Angst haben. Wenn wir diese Sau mal durchs Dorf treiben, dann wollen wir nicht mehr, dass er ins Stall zurückkommt. Dann sagen wir, nach der dritten Runde wollen wir Schlachtfest feiern. Es muss auch mal Schweine geben, die endgültig geschlachtet werden. Ich bin mittlerweile in einem Alter, wo ich denke, ich brauche auf nichts mehr Rücksicht zu nehmen. Das sehen Sie, ich bin es leid. Ich habe lange gehofft, dass die Regierung und die Mächtigen in diesem Land Respekt vor uns haben, vor dem Urnenpöbel. Haben sie aber nicht. Dann sollen sie wenigstens Angst haben. Respekt wäre mir lieber. Aber was soll man machen? Ich bin mittlerweile dabei und denke, man muss den Aufruhr schüren, wenn es nicht anders geht. Bin dazu übergegangen, immer öfter Gasthäuser zu besuchen, setze mich an den Stammtisch und versuche, mit den Leuten Klartext zu reden. Ich spreche die Leute direkt an und sage, was meinen Sie? Wenn die da oben so weitermachen, dann müssen wir uns mal ein paar vorknöpfen. Wen würden Sie denn als erstes nehmen? Ich? Der Ackermann, den Drecksack. Gleich vorneweg, das ist doch ein Kapitalist wie aus dem Bilderbuch, der Krippel. Ich kenne den Ackermann genau. Ich guck doch immer Fernsehen. Und neulich habe ich ihn schon wieder verwischt, den Lumpenhund. Da hat er im Fernsehen hat er dreckig gelacht und dann hat er erzählt, noch 6.000 Leute fort und was hier mit Pulver. Da habe ich ihm eine ganze Schüssel Erdnuss an den Kopf geschmissen, dem Saukrippel. Das stimmt natürlich, sagen wir mal so. Der Ackermann wäre genau der Richtige. Aber den Ackermann, den kriegst du doch gar nicht. Der wohnt in Frankfurt in der 80. Etage. Ja, was meinst du denn, wer da drunter wohnt? Leibwächter. Wenn du da unten rein willst, musst du ganz unten anfangen. Am besten beim Filialleiter. Das wäre mein Vorschlag. Ich kenne den Filialleiter von der Deutschen Bank, bei mir daheim. Mit dem habe ich seit Jahren nichts wie Ärger. Wisst ihr, was ich mit dem mache? Den sauf ich tot eines Tages. Das ist so ein Typ, der nichts verträgt. Den sauf ich tot, da habe ich, wenn es noch Spaß dabei gehabt. Ja, aber was haben wir denn davon? Was wollen Sie mit dem Sparkassen-Filialleiter? Da merkt doch wochenlang gar keiner, dass er weg ist. Nee, das wäre ja nur der Einstieg. Mit dem fange ich an und dann saufe ich mich hoch bis zum Ackermann. Ne? Aber das dauert natürlich und das kostet auch. Ja, aber dann wäre wenigstens Ruben, der fort wäre. Ich habe jetzt noch die ganze Erdnis im Teppich. Ja? Und das knackt immer so, wenn ich dort drauf drehe. Und jedes Mal, wenn es bei mir daheim knackt, muss ich an den scheiß Ackermann denken. Und dann hätten wir wenigstens Ruben erledigt. Das glaube ich nicht. Wissen Sie, was passieren würde, wenn wir Ackermann erledigen? Am nächsten Tag würde er zu einem Märtyrer der freien Marktwirtschaft, zu einem Säulenheiligen, egal was er auf dem Kerbholz hatte. So läuft das in Deutschland. Gibt es doch ein übles Beispiel dafür. Ich muss nur einen Namen sagen. Hans-Martin Schleyer. Genau, noch so ein Dreckskapitalist. Der Schleyer, das war so ein Knochen. Den kenne ich noch. Es waren ganz böse Finger. Der Schleier, das war die, da haben wir da, ich hab da früher, wie ich noch geschafft habe, haben wir als Dings gemacht, wie heißt Streik. Und da wollte das Leute wie der Schleier, die hätte doch am liebsten auf uns drauf geschossen. Na, der Sauhund. Ich kann nur eins sagen. Hans-Martin Schleier aus Stuttgart hat eine sehr schlechte Akustik. Ich bin da gewesen bei einem Konzert, ich weiß nicht, ob es Mary und Gordon gewesen sind. Ja. Das verbinde ich mit Hans-Martin Schleyer. Die Schleyerhalle Stuttgart. Hundsmisser, das ganze Konzert hat nichts getaucht. Das war aber gar nicht Mary und Gordy, das war
Nee, Siegfried und Roy war es. Müller und Westernhagen. Jetzt hört's mir. Müller und Westernhagen. Aber Schleierhalle Stuttgart sollten Sie nicht hingehen. Jetzt hören Sie mal mit dem Blödsinn auf. Was interessiert uns denn die Akustik von der Schleierhalle? Es geht um die Person von Schleier. Das war doch nicht irgendeiner. War doch kein kleiner NSDAP-Mitläufer. Ein Mann, der in der NSDAP-Wirtschaftspolitik eine große Rolle gespielt hat. Ein SS-Mann, aber ein früher, kein später SS-Mann. Bei Heydrich in Prag. Das war Hans-Martin Schleier. Aber das war da ja alles nur bis zum Tag seiner Ermordung. Der Schuss ist doch da hinten losgegangen. Vom nächsten Tag an war Schleier ein ehrenwerter Mann, nachdem man in Deutschland Hallen benennen kann und Straßen und Plätze. Er ist aber nicht bei jedem so. Bei Möllemann ist es ja auch nicht so. Nee. Ja, gut. Gut, den haben sie natürlich jetzt auch nicht direkt erschossen, den Möllemann. Nee. Das war aber zum Beispiel, weil wir gerade dabei sind, das war mein erster Gedanke, wie ich das im Radio hörte, habe ich sofort gesagt, boah, den Möllemann haben die Israelis aus dem Flugzeug geworfen. Da war ich mir sicher. Wisst ihr warum? Ich kenne den Möllemann. Ich komme aus derselben Ecke wie der Möllemann. So sauer, wie der gewesen ist, wäre der niemals Mutterseelen allein 10.000 Meter hoch aus der Partei ausgetreten, auf dem Acker, wo der hingesprungen ist, da hat keiner von der FDP gestanden, wo der draufspringen konnte. Ein Typ wie der Möllemann, der hätte die Chance gehabt, das hätte ich besser gefunden. Sprengstoffgürtel, der hatte Araberkontakte. Stellt euch das mal vor, der Möllemann mit Sprengstoffgürtel überbringt seine Parteiaustrittserklärung höchstpersönlich. Und dann mitten in der FDP-Präsidiumssitzung zieht der Kerl die Reißleine. Unter den Umständen wäre ich bereit, eine Halle nach ihm zu benennen. Aber das ist nicht die Situation. Das ist nicht die Situation. So läuft's aber nicht. Ja. Für solche Aktionen ist das Land aber nicht bereit. Ich weiß, die Stimmung ist nicht gut, es gärt im Volk, aber es reicht noch nicht. Diese verdammte große Koalition hat meine ganzen Pläne durcheinander gebracht. Ich hatte fest mit einer Koalition Merkel-Westerwelle gerechnet, wenn die durchregiert hätten. Ein, zwei Jahre. Was meinen Sie, was dann für eine Stimmung wäre im Land? Genau. Und dann noch der Roland Koch dazu. Das ist der größte Drecksack von allem mit Nonne. Den kenne ich genau, da brauchst du mir nichts erzählen. Der Koch, der ist noch schlimmer wie der Ding hier, die andere. Jetzt hören Sie doch mal mit dem Ackermann auf. Sie, für ihn fällt auch nichts anderes ein wie immer nur Ackermann. Jetzt machen wir mal Nägel mit Köppen, Jungs. Stellt euch Folgendes vor. Jeder von uns hätte nur noch einen Schuss frei. Und jetzt sagt jeder, wenn er dann nehmen würde. Und Sie kommen jetzt nicht und erzählen mir Ackermann. Gut, ich fange an. Ich schlage vor, wir erledigen einen Pharmareferenten. Lassen Sie mich das kurz erläutern. Ich habe mir bereits ein Konzept ausgearbeitet. Wenn, ich bin auch bereit, das selber zu machen. Ich erschieße am helllichten Tag einen Pharmareferenten. Es hat viele Vorteile. Erstens, man kann einen beliebigen Pharmareferent erschießen. Er ist ja als Person völlig unbedeutend. Es geht um das Symbol. Um den Saugnapf am Fangarm des Pharmakraken. Den erschießt man. Man muss auch nicht lange suchen nach ihm. Ich gehe in irgendeine Arztpraxis, setze mich ins Wartezimmer. Nach einer halben Stunde kommt ein Pharmareferent. Ja. Den schieße ich über den Haufen, gehe zur nächsten Polizeiwache und sage, guten Tag, ich habe einen Pharmareferenten niedergeschossen, ich kann Ihnen sagen, wo er liegt. Ja. Und der dritte Vorteil, Sie müssen es der Bevölkerung überhaupt nicht groß erklären. Wenn in der Bildzeitung steht, Pharmareferent erschossen, sagen alle Leute, da habe ich auch schon lange mit gerechnet. Ja. Da sehen Sie, da müssen wir gar nichts groß erklären. Ja. Sie hat eine Woge der Sympathie. Eine Woge der Sympathie würde durch das Land gezerrt. Nicht wahr? Ich wäre mitten dabei. Was meinen Sie, was dann los wäre? Wie ein Lauffeuer würde es durch das ganze Land gehen. Alle Leute würden sagen, Mensch, bei uns wohnt auch ein Pharmareferent. Komm, da gehen wir mal hin. Den schlitzen wir die Reifen vom deinem Dienstwagen auf. Ja, die Arztmusterkoffer würden in Flammen aufgehen. Noch besser, das müssten Sie aufessen, Ihre Ärztemuster. Vollständig aufessen, nicht wahr? Stellen Sie sich das mal vor, unter dem Gejohle der Patienten würden Sie an einer riesigen Überdosis Ihrer Dreckstabletten jämmerlich zugrunde gehen. Ein Meter von der Klinke entfernt, die Sie noch putzen wollten. Das Volk würde tanzen auf den Straßen, wie in Palermo. In Palermo hat es doch auch geklappt. Da waren es zwei alte Frauen, die waren beide über 70 übrigens. Auch wie ich nicht da. Die eine hatte nur faules Gemüse und die andere hatte einen Regenschirm. Und sie haben auf offener Straße einen kleinen Schutzgeldganoven der Mafia gedemütigt. Dann sind sie überall aus den Häusern geströmt, haben sie rausgetrieben, auf die Straßen gezerrt. So würde es bei uns auch gehen. Die Schutzgeldganoven der Pharma-Mafia würde gedemütigt. Krönender Abschluss der Prozess gegen mich. Ich laufe ja nicht davon. Ich will ja vor Gericht gestellt werden. Der Richter fragt mich, bekennen Sie sich schuldig oder nicht schuldig? Ich sage, schuldig, euer Ehren. Und dann muss er mich fragen, warum haben Sie das getan? Auf diesen Augenblick habe ich gewartet. Ich dachte, das würde ich Ihnen erklären. Stunde um Stunde würde ich meine Motive ausbreiten. Und alle wären dabei, verstehen Sie? Alle.
Presse, Medien, Rundfunk, Fernsehen. Stimmt, Mensch, dann kommt noch der Kerner ran, der Beckmann, die ganzen Idioten. Sabine Christiansen haben wir ganz vergessen. Die wäre auch gut, die putzen wir gleich mit dem Ackermann auf auch noch fort, die Blätkuh. Nein, so geht das aber nicht. Nix. Nee, das kannst du nicht bringen. Nee. Sabine Christiansen, das geht nicht, da musst du aufpassen. Die wehrt sich. Nee. Sabine Christiansen, die haben sie voriges Jahr in Dresden auf dem Theater erschießen wollen, also auf dem Theater, da hat die ihn echt geklagt. Dann hat sie ihn echt verloren. Dann wollten sie auf dem Theater wieder erschießen und was war? Es kam keine Sau, die haben das Stück abgesetzt. Und was hast du davon? Du musst einen Kracher bringen, wo die Bildzeitung dabei ist und es muss irgendwas sein, so was wie Ottfried Fischer mit Nutten irgendwas. Verstehst du? Ja, stell dir mal als Beispiel. Wir nehmen den Michel Friedmann von der CDU. Und eine ukrainische Zwangsprostituierte mit Fischervisum beißt dem Friedmann im Koksrausch die Eier weg. So was müsst ihr bringen, verstehst du? Da wäre was los. Ja, genau, das ist gut. Das machen wir, da bin ich dabei. Aber das müssen wir organisieren, sonst wird's nichts. Verstehst du? Ja, das, wenn du sowas nicht organisierst, da kannst du das. Ich kenne mich doch aus, ich bin doch Sozialdemokrat. Verstehst du? Organisieren, das ist unser. Wir haben jetzt organisiert bei uns im Ortsverein, haben wir aus Protest eine Arbeitsgruppe gegründet, Sozialdemokraten in der SPD. Ja, danke. Seit letzter, vorletzter. Guck mal, so was da los ist. Seit letzter Woche sind wir zu dritt. Ja. Und wir haben einen Beschluss, den haben wir einstimmig, haben wir ins Protokoll, haben wir es da stets drin, dass wir uns nicht auflösen, bevor nicht mindestens einer von uns in die Antragskommission von der Kreisdelegiertenkonferenz das an. Und was meint der, was dann los ist, wenn mir erst einmal ein von uns in der Kreisdelegierung, das ist wie Sprengstoff. Je mehr Sozialdemokraten wir werden in der SPD, umso schneller ist fertig mit Dingen unter. Kennt ihr den eigentlich? Da kommt ein Mann, auch älter und aufgeregt, kommt auf eine Polizeiwache und sagt, Herr Wachtmeister, Sie müssen mich verhaften, ich habe meine Frau geamselt. Kennen Sie den? Da sagt der Wachtmeister, entschuldigen Sie, ich glaube, ich habe nicht richtig hingehört. Was haben Sie gemacht? Sagt er, bringen Sie mich in eine Zelle, Herr Wachtmeister, ich habe meine Frau geamselt. Da sagt der Wachtmeister, hören Sie, wenn wir jeden einsperren würden, der seine Frau gevögelt hat, was meinen Sie, was da bei uns los ist? Da sagt er, nee, Sie haben mich überhaupt nicht richtig verstanden, Herr Wachtmeister, ich habe gesagt, geamselt habe ich Sie. Da sagt er, jetzt beruhigen Sie sich mal. Ich hole Ihnen mal ein Glas Wasser, da reden wir in Ruhe, Sie sind ja völlig durcheinander. Sie verwechseln Vögel mit Amseln. Da sagt der Mann, was? Oh, nee, Drosseln habe ich gemeint, Herr Wachtmeister. Drosseln, ich habe zwar Drosseln, Herr Wachtmeister. Das müssen Sie sich vorstellen. Das ist doch zum Verzweifeln, nicht wahr? Da redet man sich um Kopf und Kragen, nicht wahr? Und dann kriegt man sowas zu hören. Was muss man denn solchen Leuten noch erzählen? Was müsste man solchen Leuten sagen, damit sie sich einreihen und mitmarschieren? Das ist doch aussichtslos. Ich weiß, dass ich kein geduldiger Mensch bin. Aber ich habe es doch versucht. In unzähligen Wartezimmern habe ich versucht, Patienten aufzuwiegeln. Jahrelang habe ich zum Beispiel der Volkshochschule ein Seminar angeboten. Gewaltloser Widerstand für Senioren. Noch nicht mal das haben sie genommen. Dem VDK habe ich es angeboten. Abgelehnt. Seehofer geschrieben. Keine Antwort. Irgendwann muss man es kapieren. Das ist bitter, wenn man da ist und plötzlich merkt man, du bist allein. Es ist niemand da. Und dann hat man nur noch die Möglichkeit, sich zu verkriechen. Oder man sagt, du musst allein ein Zeichen setzen. Abwarten hat keinen Sinn. In meinem Alter schon gar nicht. Sehen Sie, mir läuft die Zeit davon. Wie lange habe ich noch? 7 oder 8 Jahre. 2 davon im Heim. Wovor soll einer wie ich noch Angst haben, wenn hinter ihm schon der Heimleiter mit dem Savala zwingt? Sehen Sie, ich suche nicht gezählt jemanden, aber ich denke, vielleicht
treibt mir der Zufall jemanden über den Weg. Jemanden, der meine Verachtung verdient. Es laufen noch genug rum. Vielleicht gibt es da eine innere Stimme, die ruft ganz laut. Heute ist dein Tag. 5 Meter vor dir, da steht er. Da flachsen einem Flügel und man kann was, was man nie konnte. Meistens kommt es ganz anders. Meistens verfliegt der Hass wieder über Nacht. Dann ist der nächste Tag furchtbar. Dann kommt mir das so komisch vor alles. Dann kommt mir das so irrational vor, was ich da tue. Sehr unangenehm, wissen Sie. Ich mag das gar nicht. Mein Leben lang stolz gewesen, ein vernunftbegabter Mensch zu sein. Irrational, das waren für mich kranke Menschen. Ich bin ein Verehrer von Immanuel Kant. Jahrelang versucht, seine Bücher zu lesen. Richtig. Er hat uns den Weg doch gezeigt. Den Weg aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Keiner geht ihn. Bei Kerner habe ich hingeschrieben, bei dieser Sendung, die ja eigentlich schwachsinnig war, nicht? Unsere Beste habe ich 10 Postkarten hingeschickt. Immanuel Kant. War auf dem Kant-Symposium sogar. Nicht? Das war zu seinem 200. Todesjahr. War sehr schön. Das hieß, hat die Vernunft noch eine Chance? Das war das erste Mal, dass ich sowas besucht habe. Es fing wunderbar an. Und dann kam plötzlich das Leitreferat, das war aber ein Neurobiologe, der das gehalten hat. Der hat dann Lichtbilder und Beweise aufgetischt. Er hat behauptet, 95% aller menschlichen Handlungen sind irrational. Wir hätten als Menschen nur eine besondere Begabung. Die bestünde darin, dass wir nachträglich einen halbwegs vernünftig wirkenden Grund hinterher schieben, damit wir selber nicht wirken, merken, was mit uns los ist. Bin ich nach Hause gefahren. Jetzt war ich im Dezember nochmal, war ich aber beim Germanistensymposium. Tyrannenmord im Schillerjahr. Dachte, irgendwie muss man sich bei Laune halten, nicht? Ja, sehen Sie, ich habe auch diesen Revolver. Ne? Übrigens wunderschön, hätte nie gedacht, dass mir sowas gefällt. Liegt sehr gut in der Hand. Enfield, ganz berühmte englische Firma. Ein englischer Trommelrevolver von Enfield, Baujahr 35. Mein Jahrgang. Zufall. Großes Kaliber. Ich habe ihn gekauft, weil es der einzige Trommelrevolver ist, den man mit einer Hand bedienen kann. Ist ja auch nicht ganz unwichtig. Muss ja praktisch stecken. So macht man sich Gedanken. Hab sogar meinen letzten eigenen Tag, den habe ich auch schon im Visier. Mein alter Traum, dass ich meinen letzten Lebenstag gestalten könnte. Ich habe das nie leiden können, die Vorstellung, dass man irgendwie jämmerlich tot umfällt, nee, oder irgendwo kläglich im Heim verfault oder in der Ecke vertrocknet. Nee. Aber wenn man ihn gestalten will, muss man ihn selber festlegen. Das ist der Haken an der Sache. Hat er immer überlegt, es muss ja ein vernünftiges Motiv sein, ein achtbares. Man muss sich ja vor der Öffentlichkeit noch rechtfertigen. Wissen Sie, was mich darauf gebracht hat, wie man es machen könnte? Als ich diese Rentenbeitragszettel gekriegt habe, als die mir die Auflistung geschickt haben über meine Beiträge, da habe ich gedacht, Mensch, die haben es ja ausgerechnet. Nicht versicherungsmathematisch kann man den Tag ja festlegen. Da sind meine Beiträge, was ich eingezahlt habe, und die Zinsen aufgebraucht. Wenn ich länger lebe, falle ich der Gesellschaft zur Last, will ich nicht. So habe ich zu früh, wird Unfug mit meinem Geld gemacht. Und da habe ich mir das versicherungsmathematisch selber ausgerechnet. Der Tag, an dem ich per Saldo mit der Gesellschaft quitt werde. Ich könnte erhobenen Hauptes das Land verlassen. Würde beim Einwohnermeldeamt würde ich mich abmelden, ordnungsgemäß. Vielleicht noch einen Leserbrief, vielleicht kommt jemand von der Presse. Nicht? Und dann könnte man gehen. Wäre der Gesellschaft nichts schuldig und es würde nichts bleiben als eine letzte große Klage. Habe ich mir gut vorgestellt. Jetzt, wissen Sie, was jetzt dazwischen gekommen ist? Die Große Koalition hat man es durch die Rechnung gemacht. Jetzt ist mein ganzer Zeitplan durcheinander gekommen. Ich habe das sofort bemerkt. Als plötzlich Neuwahlen waren, habe ich gedacht, Mensch, jetzt verschieben sich alle Wahltermine. Wissen Sie, was passiert ist? Mein Stichtag läge unmittelbar vor der nächsten Wahl. Wissen Sie, was das heißt? Wenn diese miserable Regierung wirklich 4 Jahre durchhält, und sie werden es versuchen, dann müsste ich mir diesen ganzen widerlichen Wahlkampf nochmal antun. Ich würde mir diesen ganzen Dreck anhören müssen. Und dann würde ich gehen und wüsste nicht mehr, welche Elendsgestalt anschließend den Meineid schwören wird, das Land zum Wohle des Volkes zu regieren. Können Sie sich vorstellen, dass man da nicht mehr schlafen kann? Das habe ich ernsthaft überlegt, ob ich nicht, wenn es wirklich so kommen sollte, ob ich nicht der BFA noch 2, 3 Wochen auf der Tasche liegen könnte. Das würde ja gar niemand merken. Aber mein Konzept wäre durcheinander. Das wäre der erste Abrechnungsbetrug in meinem Leben. Und niemand könnte auf den Grabstein schreiben, er war immer pünktlich. Ja. Macht wahrscheinlich sowieso keiner. Na gut, ich habe mich entschieden, dass ich es auf mich zukommen lasse. Aber eins hoffe ich, dass Sie noch hören von mir.
So oder so. Gute Nacht. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, möchte mich bei Dreisat bedanken für die Einladung zu diesem Jubiläumsfestival, 20 Jahre Dreisat-Festival. Möchte Ihnen noch was Gutes sagen. Wir sind durch und es gibt keine Zugabe. Statt einer Zugabe habe ich ein Schlusswort für Sie, meine Damen und Herren. Und zwar ein Schlusswort von Thomas Bernhard. Das Programm trägt den Namen Thomas Bernhard hätte geschossen und er ist heute Abend noch nicht zu Wort gekommen. Deswegen kriegt er das Schlusswort und er selber hat ein sehr schönes Schlusswort, das sehr gut passt. In einem Buch Der Stimmenimitator gibt es einen Text von ihm, der heißt Ein eigenwilliger Autor. Und Dieter Hildebrandt hat mir die große Freude gemacht und diesen Text für mich auf Band gesprochen. Ein Autor, der nur ein einziges Theaterstück geschrieben hat, das nur ein einziges Mal auf dem seiner Meinung nach besten Theater der Welt und genauso seiner Meinung nach nur von dem besten Inszenator auf der Welt und genauso seiner Meinung nach nur von den besten Schauspielern auf der Welt aufgeführt werden durfte, hatte sich schon bevor der Vorhang zur Premiere aufgegangen war, auf dem dafür am besten geeigneten, aber vom Publikum überhaupt nicht einsehbaren Platz auf der Galerie postiert und sein eigens für diesen Zweck von der Schweizer Firma Vetterli konstruiertes Maschinengewehr in Anschlag gebracht und nachdem der Vorhang aufgegangen war, immer jenem Zuschauer einen tödlichen Schuss in den Kopf gejagt, welcher seiner Meinung nach an der falschen Stelle gelacht hat. Am Ende der Vorstellung waren nur noch von ihm erschossene und also tote Zuschauer im Theater gesessen. Die Schauspieler und der Direktor des Theaters hatten sich während der ganzen Vorstellung von dem eigenwilligen Autor und von dem von ihm verursachten Geschehen nicht einen Augenblick stören lassen. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Ich möchte Sie, danke sehr, herzlich willkommen. Ich freue mich, Sie glänzender Laune vorzufinden, möchte Sie recht herzlich begrüßen im Namen des Senders Dreisat und im Namen der Stiftungsinitiative Leben jetzt, meine Damen und Herren, heiße ich Sie willkommen zu unserem Informationsabend Deutschland helfen, aber wie? Wir müssen nicht lange heute Abend diskutieren, ob das Thema aktuell ist. Ihre Anwesenheit beweist es. Die Kanzlerin Merkel selber hat Deutschland kürzlich zum Sanierungsfall erklärt.
Im Gegenzug haben übrigens 2/3 der Wahlberechtigten wiederum die Regierung ebenfalls zum Sanierungsfall erklärt. Dann fragen wir uns natürlich, wer soll Deutschland dann noch helfen, meine Damen und Herren. Es bleiben nicht viele übrig. Ich sage es Ihnen gleich, wer das sein soll. Sie. Sie, ich, wir, die Bürger. Und ich möchte Ihnen heute Abend Mut machen. Sie, wir können das auch. Wir Deutschen können helfen, meine Damen und Herren. Im Ausland haben wir genau diesen Ruf, dass wir schnell und unbürokratisch helfen können. Wann immer eine Katastrophe in der Welt geschieht, dann helfen wir. Niemand von Ihnen kann den zweiten Weihnachtsfeiertag 2004 vergessen haben. Ein Menetekel für uns alle. Die Tsunami-Katastrophe, die für uns auch alle auch hier eine Katastrophe gewesen ist, ins Gedächtnis eingebrannt. Wir Deutschen haben vorbildlich reagiert, das sollten wir nicht vergessen. Wir haben in kürzester Zeit über 400 Millionen Euro gesammelt und waren in der Nationenwertung endlich mal auf Platz 1. Trotzdem gab es Kritiker, allerdings nur im eigenen Land, Leute, die gemeckert haben und gesagt, ja, die Deutschen, die haben nur deswegen so viel Geld gespendet, weil sie ihre Urlaubsparadiese in Fernost gesehen haben. Die waren kaputt, die wollten sie wieder aufgebaut haben. Wir alle wissen, dass das Argument nicht stimmt, meine Damen und Herren. Sehen Sie, Sie haben bestimmt auch die Flutkatastrophe in Ostdeutschland nicht vergessen, vor 4 Jahren. Eine Flutkatastrophe im eigenen Land, da haben wir auch Geld gespendet und niemand von uns will da Urlaub machen. Sie sehen also, meine Damen und Herren, das Motiv muss ein anderes sein. Vielleicht ist das wahre Motiv ein ganz einfaches, wir kommen nicht drauf, weil es ein positives ist. Wir haben einfach aus unserer Geschichte gelernt. Wir haben gelernt, was es heißt, wenn Menschen in Not sind. Und diese neu gefundene Sensibilität, die wollen wir heute Abend abrufen und mobilisieren. Wir wollen Ihr Augenmerk lenken auf eine Katastrophe, die vor unseren Augen geschieht, meine Damen und Herren. Der Niedergang einer großen Kulturnation. Das ist auch eine Katastrophe. Nur wir können nicht warten, bis das Ausland Geld für uns spendet. Das wird niemand tun. Das müssen wir selber tun und darum soll es heute Abend gehen. Wir werden Sie nicht lange damit beschäftigen und langweilen womöglich, zu überlegen, wie kam es zum Niedergang der Kulturnation Deutschlands. Das wissen Sie alle. Das sind die Bestseller in den Buchhandlungen. Methusalem-Komplott, 18 Monate Platz 1. Die deformierte Gesellschaft, Hit bei den Insidern. Beide Bücher kann man relativ einfach beschreiben. In dem einen steht drin, es gibt immer mehr alte Menschen. Und in dem anderen steht drin, es gibt immer weniger Berufstätige. Der Rest, meine Damen und Herren, unserer Schwierigkeiten resultiert aus exakt diesen beiden Faktoren. Nicht, und das kennen Sie auch, bis zum Überdruss. Steht jeden Tag in der Zeitung, müssen Sie gar nicht aufschlagen, auf Seite 1. Massenarbeitslosigkeit, Zusammenbruch unserer sozialen Sicherungssysteme und last not least ein Wachstum, das instabil ist, letztlich den Namen nicht verdient, in einem Land, das seit 8 Jahren Exportweltmeister in Folge ist, aber auch seit 8 Jahren ein Minuswachstum beim Binnenkonsum. Wobei wir differenzieren müssen an der Stelle. Beim Binnenkonsum, die Fachleute sagen uns, dass bei den oberen Preissegmenten es nach wie vor glänzend läuft. Das kriegen Leute wie Sie natürlich überhaupt nicht mit. Ja? Bei Ihnen, beim Durchschnittsbürger, da geht es beim Einzelhändler kontinuierlich bergab. Und an dieser Stelle, meine Damen und Herren, das sagt die neue Bundesregierung, muss es sich ändern. Das Wachstum muss stabilisiert sein, Frau Merkel und der von ihr gewählte Bundespräsident, Dr. Köhler. Diese beiden haben in einer außergewöhnlichen Gleichheit der Wortwahl gesagt, Vorfahrt für Wachstum, dem muss sich alles unterordnen. Und exakt an dieser Stelle sagt unsere Stiftungsinitiative nein. Wir sagen Vorfahrt für die Menschen. Und wir wollen Ihnen heute Abend zeigen, dass das keine Sozialromantik ist. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Wir wollen beweisen, nicht, dass wir Recht haben, sondern dass es keine Sozialromantik ist. Es ist ein Wachstumskonzept, aber das Bessere. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel vorab, ganz einfach. Wir nehmen uns den Problemfall, von dem alle in Deutschland sagen, das ist das Kernproblem, der Arbeitslose. Wir suchen uns aber jetzt nicht ältere Arbeitslose, die kann man verrenten. Wir suchen uns den Problemfall, der dem Land das Kreuz brechen kann, meine Damen und Herren, den jungen Arbeitslosen. Wir suchen, nehmen uns einen jungen, diesen jungen Menschen, meine Damen und Herren, demotiviert, arbeitslos, jung, unter 30. Er ist nicht allein, Zufall, dass er allein in der ersten Reihe sitzt. Von seiner Sorte gibt es 900.000 in Deutschland. Steigende Tendenz. Kann dieser junge, demotivierte Arbeitslose einen Impuls beim Wachstum setzen, meine Damen und Herren? Nein. Als Hartz-IV-Empfänger darf er das nicht können. Hartz IV ist ja extra so konzipiert, dass er es nicht kann. So sind wir auf 340 Euro gekommen. 20 Euro weniger, fängt er an zu randalieren, 20 Euro mehr, rausgeschmissenes Geld. Verstehen Sie? So kamen wir auf 340 Euro. Dieser Mann, dieser junge Mensch, meine Damen und Herren, er ist also per Definition kein Impulsgeber für das Wachstum.
Er wird mit Gewalt auf den Arbeitsmarkt geprügelt, da ist er nicht willkommen, da will ihn keiner. Aber der Einzelhändler, der steht an der Ladentheke und er kommt nicht vorbei. Er wartet auf ihn. Das soll sich ändern. Die Bundesregierung hat zugesagt, jetzt in den nächsten 2 Wochen, bis Ende September, meine Damen und Herren, sollen die Eckdaten feststehen für den kombinierten Billig-Mindestlohn ohne Kündigungsschutz. Jetzt nehmen wir mal an, er ist ein Glückspilz. Er kriegt einen der ersten dieser Jobs, meine Damen und Herren. Er kriegt einen Job mit Mindestkombilohn ohne Kündigungsschutz. Was macht dieser junge, demotivierte Arbeitslose mit dem ersten selbstverdienten Geld? Geht er zum Einzelhändler und setzt einen Impuls beim Binnenkonsum? Nein. Wenn er ein guter Staatsbürger ist, tut er das nicht. Dann legt er das Geld auf die Seite für die private Altersvorsorge. Das heißt aber Konsumverzicht. Womöglich will er noch Kinder kriegen. Nochmal Konsumverzicht. Er ist und bleibt totes Humankapital ohne Rendite, meine Damen und Herren. Ich weiß, dass der Begriff nicht sonderlich beliebt ist, brauchen wir nicht diskutieren. Ich weiß auch, dass er das Unwort des vorigen Jahres war. Alles richtig. Der Begriff ist aber nicht zufällig entstanden, meine Damen und Herren. Wir dürfen ihn nicht einfach zur Seite werfen. Er ist der Schlüsselbegriff in einer mittlerweile legendären Studie der Deutschen Bank. Und die ist auch nicht aus Versehen Bank des Jahres in Europa geworden. Und da heißt es eben, der Arbeitslose ist totes Humankapital ohne Rendite. Und wir, meine Damen und Herren, die Stiftungsinitiative, wir wollen dieses tote Humankapital zum Leben erwecken. Mit einer einfachen Methode. Wir geben ihm Geld. Und zwar richtig Geld. Wir geben ihm 1500 Euro jeden Monat. Bevor Sie das für absurd halten und mich für übergeschnappt wegen der Hitze, meine Damen und Herren, warten Sie einen kleinen Augenblick. Wir fragen ihn. Was machen Sie, wenn ich Ihnen jeden Monat 1500 Euro gebe? Was machen Sie mit diesem Geld? Ich konsumiere es. Eine einfache, übersichtliche Antwort. Er sagt, ich konsumiere es. So simpel diese Antwort ist, so richtig ist sie. Der Rat der 5 Wirtschaftsweisen in Deutschland würde ihm persönlich die Hand schütteln, meine Damen und Herren. Er würde das Geld zum Einzelhändler bringen und punktgenau dahin, da brauchen wir es auch. Wir müssten anschließend nur noch eine einzige Frage klären. Wer gibt jemandem wie ihm 1500 Euro, meine Damen und Herren? So, und diese Frage, meine Damen und Herren, vielen Dank. Diese Frage, meine Damen und Herren, lassen wir nicht im Raum stehen. Wir beantworten sie. Ich sage es gleich vorab, damit Sie sich nicht grausen. Es geht nicht um eine Steuererhöhung. Das werden wir Ihnen heute Abend ersparen. Ohne dass Sie einen einzigen Euro mehr aus der Tasche holen müssen, werden wir ihm und seinen 900.000 Leidensgefährten 1500 Euro besorgen. Auch nicht mit den üblichen Methoden. Verstehen Sie, wie die PDS oder die Linke das macht? Das kennen wir ja alle. Luxus, Reichen, Vermögens, Erbschaftssteuer. Das sind die klassischen Folterinstrumente der marxistischen Inquisition. Damit haben wir nichts zu tun. Wir besorgen ihm das Geld, meine Damen und Herren. Er trägt es hin, wo wir es brauchen. Und wir haben ein Wachstum. Und das ist das, was wir brauchen. Mehr brauchen wir nicht in Deutschland. Wir brauchen 3 Dinge, um Deutschland zu helfen. Wachstum, Wachstum und nochmals Wachstum. Und dazu eine Sozialstaatsreform, die endlich mal den Namen verdient. Und darum soll es in meinem Referat im Folgenden gehen. Hören Sie, das ist doch nicht im Ernst. Sie wollen doch nicht wirklich dieses ganze dumme Geschwätz über Wachstum und diese abgenudelten Begriffe hier vor diesen Leuten nochmal ausbreiten. Ich habe noch gar nichts gesagt. Ich höre es doch schon. Nicht schon die Prämissen sind völlig falsch gesetzt. Sie müssen auch überlegen, dass diese Leute das nicht mehr hören können. Diese Begriffe sind doch ausgelutscht bis zu nicht mehr Erkennbarkeit. Wir können das alles hinterher diskutieren. Nein, jetzt schon. Ich will es jetzt, wenn Sie mich jetzt nicht reden lassen, falle ich Ihnen so lange ins Wort, bis Sie Ihr Referat nicht halten können. Fragen Sie Leute, die kennen mich, ich falle gerne ins Wort. Das macht mir überhaupt nichts aus. Nicht wahr? Vielleicht sind Sie mir hinterher sogar dankbar, dass ich Ihnen erklärt habe, dass Sie heutzutage so mit Leuten nicht mehr reden können. Sie müssen sich doch diese schlichten Gemüter mal vorstellen. In welcher Verfassung die sind, wie oft man ihn mit diesem Begriff Sozialstaatsreform in die Irre geführt hat. Wenn Sie heute zu den Leuten Sozialstaatsreform sagen, dann zuckt die Hand zum Portemonnaie und hält es reflexartig fest. Ja. Oder diesen anderen Begriff, den ich auch nicht mehr hören kann, ist mehr Eigenverantwortung für den mündigen Bürger. Da weiß jeder sofort, aha, eine neue Zuzahlung. Ja. Die Leute wissen es doch schon. Nicht? Und dann kaufen sie gar nichts mehr, weil sie wissen, sie werden systematisch weiter ausgeplündert. Das ist doch der Punkt. Nicht? Übrigens, interessanterweise haben nicht nur die kleinen Leute Angst, sondern auch die Wohlhabenden, was mich irritiert hat für einen Moment. Nicht, weil ich immer dachte, komisch, die Wohlhabenden, die brauchen doch gar keine Angst zu haben. Die sind von Sozialstaatsreformen seit Jahrzehnten nicht mehr betroffen worden in Deutschland. Wovor haben die eigentlich Angst? Nicht, ich kann, ja, jetzt, Sie müssen jetzt nicht bei jedem halbwegs gelungenen Satz hier in Begeisterung ausbrechen. Ich meine, lassen Sie mich den Gedanken zu Ende führen, sonst kommen wir nicht weiter. Ich erkläre es Ihnen. Wissen Sie, wie es dazu gekommen ist? Die Wohlhabenden haben immer Angst, weil es gibt in Finanzkreisen ein geflügeltes Wort. Nichts ist so ängstlich wie das Scheuree des Kapitals. Ein wunderbarer Begriff, bildhaft, den habe ich mir zu eigen gemacht. Ich war das goldige Bambi, ein Fluchttier, das ängstlich zitternd im Börsendickicht äst. Und da reicht ein falsches Wort, es knackt im Unterholz, ein Finanzminister fällt vom Ast. Nicht, irgendwas, nicht,
Und schon zuckt's zusammen, springt über den Zaun und rennt weg nach Luxemburg. Nicht das scheue Reh des Kapitals. Und was soll's auch sonst machen? Das ist ja der Grund. Nicht das ist der Grund, warum wir alle ganz leise sein müssen. Nicht, damit's nicht erschrickt. Was sollen wir sonst machen? Wir könnten höchstens über den Haufen schießen und schlachten. Das scheue Reh. Gibt sowieso zu viele. Nicht? Rehe. Kapital übrigens auch. Nicht? Ja, das liest man jetzt neuerdings überall, nicht wahr? Das Grundübel der Weltwirtschaftskrisen, es ist zu viel Geld im Umlauf. Da wird er sich wundern, unser Arbeitsloser. Nicht irgendwas muss an ihm vorbeigelaufen sein, wenn das Kernproblem ist, dass zu viel Geld im Umlauf ist. Nicht? Gut, ja, brauchen wir nicht weiter aussehen. Also machen wir es kurz jedenfalls, das scheue Reh des Kapitals kann man natürlich nicht über den Haufen schießen und schlachten. Wilderei, schwerer Gesetzesbruch. Nicht? Außerdem haben wir keine Jagd gepachtet. Wenn wir eine gepachtet hätten, brauchen wir es nicht über den Haufen schießen. Nicht, oder wir schlachten es auch nicht, wir schießen nur zum Spaß und schlachten sich oder so. Egal, gut, mit dem Wortspiel kommen wir sowieso nicht weiter. Nicht das. Ja, man darf sich nicht verheddern. Was wollte ich eigentlich damit? Ich wollte mich doch über irgendwas aufregen. Was war das denn? Na, ich hab's, Sozialstaatsreform, das ist es, meine Damen und Herren. Nicht, blüht uns ja, wir haben ja jetzt kennengelernt, was die neue Regierung darunter meint. Nicht die neue Kopfpauschalen-Nonsens-Fondsmodell-Variante von Frau Merkel, unerträglich, absolut unerträglich. Wenn man sich das vorstellt, die war jahrelang, machen sie Wahlkampf und sagen, die Lohnnebenkosten müssen sinken, wenn ich diesen Begriff nur schon höre, Lohnnebenkosten, da klingeln bei mir die Gallensteine, wenn ich so schon höre, den Begriff, nicht wahr? Absolut missbraucht, nicht wahr? Jedes Jahr müssen wir uns doch ein paar Gürtel kaufen, damit wir sie enger schnallen können, damit die Lohnnebenkosten sinken und dann sinken die Beiträge und dann gibt es neue Arbeitsplätze. Und dann sowas, eine solche Reform, nicht wahr? Ein Affront in das Gesicht des gesunden Menschenverstandes. Man hätte sich aber denken können übrigens, nicht, dass das wieder nichts wird mit dieser Reform. Die Ministerin ist noch dieselbe wie vor 3 Jahren. Nicht nur, dass Frau Merkel als Expertin noch dazugekommen ist. Nicht, und das war auch vor 3 Jahren schon nichts. Können Sie sich hoffentlich noch erinnern, wie es laufen ist. Die große Gesundheitsreform vor 3 Jahren. Sie haben brav Praxisgebühr gezahlt. Sie haben brav die Zuzahlung für Medikamente erhöht. Sie haben brav weniger Tabletten gegessen. Alles zu einem einzigen Zweck. Damit die Kassen Geld sparen, Gewinne machen und dann die Beiträge senken. Gewinne haben sie auch gemacht. Hat sehr schön geklappt. Aber wie durch einen magischen Zufall, unmittelbar vor der Lohnnebenkostensenkung, ist irgendwas dazwischen gekommen. Ich kann Ihnen auch sagen, was dazwischen gekommen ist. Nicht wahr? In diesem Moment haben plötzlich die Geschäftsführer aller 250 deutschen Krankenkassen festgestellt, dass sie seit Jahren unterhalb des Existenzminimums vegetieren. Nicht wahr? Da gab es eine 30-prozentige Gehaltserhöhung. 30% Gehaltserhöhung. Wie das war. Nach dieser 30-prozentigen Gehaltserhöhung war Geld übrig. Das haben die Geschäftsführer der kassenärztlichen Vereinigungen bemerkt. Dann haben sie festgestellt, sie haben seit Jahren dasselbe Hungerödem. Nicht wahr? Auch 30% Geld. Und dann war immer noch Geld übrig. Und dann hat der Deutsche Apothekerverband noch eine Nachzahlung verlangt. Wissen Sie wofür? Weil wir weniger Tabletten gegessen haben. Dann hätten wir sie gleich weiter fressen können. Es war übrigens keine plötzliche Geldgier der Apotheker. Mitnichten. Der Apothekerverband hatte einen Vertrag mit der Bundesregierung, mit der Rot-Grün, aber unterzeichnet auch von CDU, FDP und Krankenkassen. Wissen Sie, worum es da ging? Man hatte den Apothekern, ohne dass wir es wussten, klammheimlich, eine Existenzsicherung auf der Basis ihres Umsatzes aus dem Jahre 2002 zugesichert. Können Sie sich noch erinnern, mit welchem Wortlaut uns Hartz IV untergejubelt wurde, meine Damen und Herren? Dass die Existenzsicherung des Einzelnen in Zeiten der Globalisierung nicht mehr möglich ist. Ist doch schön, dass es bei bestimmten Notleidenden doch noch geht. Feine Sache, nicht wahr? Der Vollständigkeit halber muss man noch sagen, dass die Lohnnebenkosten schon mal gesunken sind. Sie haben es noch nicht bemerkt. Ich möchte nicht unfair und polemisch sein. Vor 1,5 Jahren oder vor 1 Jahr, weiß ich gar nicht mehr, das war zu kurz, die Lohnkostennebensenkung. Ihre Krankenkassenbeiträge, meine Damen und Herren, sind letzten Sommer gesunken. Das haben Sie aber verschlafen, diesen Augenblick. Am 1. Juli des letzten Jahres, nachts um 0 Uhr, da sind Ihre Krankenkassenbeiträge um 0,9% gesunken. Immerhin, leider sind sie in derselben Nacht wieder um 0,9% erhöht worden. Und in dem Moment haben Sie vergessen, Ihr Portemonnaie festzuhalten. Nicht wahr? Und das sollten Sie übrigens nicht für Schwachsinn halten. Das wäre eine Verharmlosung. Nicht wahr? Wenn die Verantwortlichen für diese Politik schwachsinnig wären, dann könnte man sie zum Arzt bringen, kriegen sie Tabletten, werden krankgeschrieben, dann bringen wir sie in eine therapeutische Wohngemeinschaft. Nicht wahr? Aber es ist kein Schwachsinn, es ist systematischer Betrug, Ausplünderung der Beitragszahler. Viele wissen es nicht und manche wollen es nicht wissen. Und das ist das, was mich ganz krank macht, dass ich das Gefühl habe, manche Leute wollen es gar nicht wissen. Ich gehe oft, um dem abzuhelfen, gehe ich ins Wartezimmer zu Ärzten, mische mich unter die Patienten und versuche, heikle Themen anzureißen. Haben Sie gelesen, was jetzt wieder rausgekommen ist? Eine Untersuchung. Je höher die Arztdichte in einer deutschen Großstadt, umso niedriger ist die Lebenserwartung der Einwohner. Finden Sie nicht, dass man da mit dem Arzt mal drüber reden sollte? Was sagen Sie dazu?
Sie reagieren oft überhaupt nicht. Vielleicht interessiert Sie, was die Krankenkassen rausgefunden haben. Achten Sie mal drauf, wenn in der Nähe Ihrer Wohnung ein Krankenhaus liegt, dann werden Sie schneller operiert und sterben früher, als wenn Sie in Ostdeutschland unversorgt ohne Arzt auf dem Land leben. Ich finde, das müsste man als allererstes mit dem Arzt bereden, wenn man einen Termin bei ihm hat. Nicht? Haben Sie schon mal versucht? Wissen Sie überhaupt von der Untersuchung? Wie finden Sie das? Sagen Sie doch mal was. Ich kann Ihnen sagen, was ich davon halte. Je mehr Ärzte, desto besser. Das ist meine persönliche Überzeugung. Das ist meine Lebenserfahrung. Ich wohne zum Beispiel schräg gegenüber vom Unfallkrankenhaus. Das ist das Beste, was mir passieren kann. Gucken Sie, wenn ich abends heimkomme aus der Kneipe, meistens so zwischen 11 und 12, ich habe nie das Gefühl, dass mir auf den letzten Metern was passieren kann. Ich habe immer das Gefühl, du bist gut versorgt, gerade kurz vor Ende. Da ist auch nicht dunkel, da ist gut ausgeleuchtet. Der Portier vom Unfallkrankenhaus kennt mich. Mir kann nicht, ja, Sie lachen, aber gucken Sie mal, es könnte, wenn es jetzt ganz schlimm käme, wenn ich zum Beispiel Alkohol nicht mal vertragen würde, da kann mir auch nichts passieren. Ich habe den Internisten gleich um die Ecke. Oder ich würde dauernd vor der Haustür umfallen, da habe ich einen Orthopäden. Keine zwei Straßen mehr. Ich habe alle, ich habe einen HNO-Arzt, ich habe einen Zahnarzt, Augenarzt, alles um mich herum. Und ich brauche sie nicht, wissen Sie warum? Weil ich die Tabletten sowieso nehme. Das ist sofort, ich nehme die prophylaktisch komplett. Ich habe die Apotheke direkt neben dem Supermarkt. Wenn ich morgens zum Supermarkt gehe, ich habe immer einen Zettel dabei, brauchst du heute was aus der Apotheke? Dann hole ich das, ich nehme das auf. Ich nehme Vitamin, Cholesterin, Aspirin. Ja, ich nehme diese Spurenelemente, Mineralien, Schwermetalle. Ich nehme Gelenke, Rheuma. Ich habe vor 2 Jahren Osteoporose dazu genommen. Das kann ich auch sehr empfehlen. Das ist ausgezeichnet. Ne? Ich nehme Mittel gegen zu niedrigen Blutdruck und gegen zu hohen. Das ist eine Kombination. Das ist unschlagbar, sage ich Ihnen. Ja? Jetzt konkret mal. Ich weiß nicht, was Sie für ein Verhältnis zu Wermut haben. Ich kann das offen sagen. Ich persönlich, ich trinke selten Wermut. Aber ich hatte mal den Fall, ich hatte Wermut getrunken auf nüchtern. Von Wermut kann Ihnen sowas von schlecht werden, sage ich Ihnen. Und mein erster Gedanke war sofort, du verträgst kein Wermut. Das war aber ein Irrtum. Es war nicht der Wermut, es war der Blutdruck. Ja, der war mir in den Keller gesackt. Aber Sie hätten das ja gar nicht unterscheiden können. Wissen Sie, warum ich das rausgekriegt habe? Weil ich stündlich meinen Blutdruck messe. Deswegen, ja, und wissen Sie, wem ich das verdanke? Das verdanke ich nur der deutschen Hochdruckliga. Wenn die damals nicht mit ihrem Sattelschlepper bei uns am Aldi-Parkplatz gewesen wären, mit dieser kostenlosen, da wüsste ich heute noch nicht, was ich für einen Druck habe. Verstehen Sie? Ja, die haben das untersucht. Ich habe kostenlos, 2 Seiten war alles drin über mein Blut. Ich hatte 25% hatte ich eine Wahrscheinlichkeit für Blutdruck. Ne, Tatsache. Und seit ich das weiß, nehme ich auch noch Mittel gegen zu niedrigen Blutdruck. Wenn die nicht da gestanden hätten, mir das die Zeichen, da würde ich heute noch rumlaufen, hätte Angst, ich vertrage keinen Wermut. Verstehen Sie? Ne? Und so nehme ich gegen zu hohen und zu niedrigen Blutdruck was. Ich kann trinken, was ich will und habe vor nichts mehr Angst. Und wenn Sie meine Werte mal sehen würden vom Blutdruck, da würden Sie blass werden vor Neid. Picobello, sage ich Ihnen, mein Blutdruck wie aus dem Ei gepellt. Entschuldigen Sie, aber vielleicht war er immer wie aus dem Ei gepellt. Haben Sie da mal drüber nachgedacht, dass Ihr Blutdruck vielleicht immer schon in Ordnung war? Ja, natürlich. Aber das ist doch der Witz. Ich nehme es prophylaktisch. Die Krankheit darf überhaupt nicht wissen, dass es dich gibt. Ne? Das ist doch die Idee von Prophylaxe. Du musst das Zeug fressen, solange du gesund bist. Dann haust du dir das so lange rein, bis der Körper sich dran gewöhnt hat. Dann bilden die Pillen eine Hornhaut um den Körper. Das ist wie eine Tarnkappe. Die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Erreger mich überhaupt nur sieht, der liegt praktisch bei 0%. Hören Sie, das ist doch Unfug, was Sie da erzählen. Und vor allem mit Ihren Wahrscheinlichkeiten und Prozenten, das verstehe ich überhaupt nicht. Mit diesen 25%, was ist denn damit geworden? Ja, die sind ja eben weg. Das ist ja, ich hatte die aber. 25% war das bei mir, diese Wahrscheinlichkeit, dass ich mal praktisch wegen Blut, dass ich da mal zum Arzt müsste. Ne? Und heute muss ich überhaupt nicht zum Arzt. Ich kann zum Arzt, aber ich muss nicht. Ich nehme die Tabletten freiwillig und kann zum Arzt, wann ich. Ich kann immer, aber ich muss nie. So spricht der stolze Hahn und steigt von der Henne. Das ist eine alte, ja, das ist eine alte rheinische Lebensweisheit. Verstehst du? Das ist das Beste, was ein Mann über sich sagen kann. Ich kann immer. Aber, und wisst ihr, was das Schlimmste ist, was ein Mann über sich sagt, wenn er sagen muss, ich muss, aber ich kann nicht. Verstehen Sie jetzt mal? Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen aktuell ist. Jetzt mal, rein blasentechnisch. Ist es akut mit der Blase? Also ich will doch mit Ihnen nicht über meine Blase reden. Und selbst wenn ich was hätte an der Blase, würde ich es Ihnen noch nicht erzählen. Ich bin allgemein hier. Ich suche mir einen neuen Hausarzt, weil ich mit meinem Hausarzt habe ich mich überworfen. Ausgezeichnet sind Sie bei unserem Doktor 100% richtig. Der findet immer was.
Egal mit was Sie kommen, der findet das. Das ist ein super Arzt, sage ich Ihnen. Und wenn Sie mal was Besonderes brauchen, zum Beispiel mal was ganz Spezielles, mal einen Orthopäden oder so, dann fragen Sie mich. Ich bin ja selber Chirurg. Im Hobby. Was? Was ist denn ein Chirurg im Hobby jetzt schon wieder? Machen Sie sich im Selbstversuch die Hühneraugen raus oder was? Hören Sie, was soll ich denn mit Hühneraugen? Mein Spezialgebiet ist Hüfte. Ja, nee, ich sage es genauer. Mein Spezialgebiet ist Endoprothesen, aber robotergesteuert. Ich operiere natürlich nicht am OP-Tisch, ich operiere am Computer. Ich bin virtueller Hobbychirurg. Ich kann das genau erklären, ich sage das ganz offen. Ich habe mir von dieser Frankfurter Hüftklinik, die mit ihrem Roboter pleite gegangen ist, die Trainingssoftware, die gab es bei eBay für 69,95. Und die habe ich mir geholt. Ne? Aber ich sage euch was, die ist super, ne? Einwandfrei. Ich kann euch nur eins sagen. Ich sage euch, der Hüftroboter ist besser wie der Flugsimulator. Tatsache, ja. Ja. Moment, er ist nicht einfach. Der Hüftroboter ist nicht einfach. Die ersten 8 Hüften sind mir komplett verreckt. Tatsache. Aber letzte Woche, da habe ich eine abgespeichert. Die hatte eine Stunde nach der Operation noch Herztöne. Ne? Das war super. Ne? Ja. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Sie haben noch ja nichts gesagt. Können Sie noch oder müssen Sie schon? Was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Um was geht's denn? Ich wollte nur fragen, was haben Sie denn so? Ich habe gar nichts. Wie gar nichts? Warum sind Sie denn dann da? Ein Rezept. Na, das ist vernünftig. Was nehmen Sie denn? Rheuma und Blutdruck. Sehr gut. Wie ist der Blutdruck? Gut. Ja. Der war immer gut. Ja. Ich hab mit Blutdruck und solch habe ich nie was gehabt. Ich nehme das nur bei den Dingen, als die Schwester von der Sozialstation, die bei uns da haben, als Kind, welche die Mutter, die meine Frau, die hat doch den Schlag verwischt vor einem halben Jahr und die lädt mir jetzt blöd rum da. Ja, und da kommt als die Schwester und guckt, dass es sauber ist mit unruhigem Wäsche und Zeug. Und die hat bei mir mal den Blutdruck und da hat sie gesagt, ui, 140, da müssen Sie mal zum Arzt. Und der hat es mir aufgeschrieben. Dann sagt, das ist doch Blödsinn. Sie müssen doch mit Blutdruck 140 nicht zum Arzt. In Ihrem Alter ist das wunderbar. Bei Ihnen fängt in Ihrem Alter der Blutdruck höchstens ab 160 an hoch zu sein. Oh, da sind Sie aber lange nicht beim Arzt gewesen. Hören Sie mal, da sind Sie ja überhaupt nicht auf dem Laufenden. Da haben Sie die ganze moderne Medizin nicht mitbekommen. Da hat die deutsche Hochdruckliga extra jahrelang für gekämpft, dass wir den Bluthochdruck jetzt alle schon mit 140 haben können. Sagen Sie, wissen Sie überhaupt, was Sie reden? Sie reden doch groben Unfug. Natürlich hat die Blutdruckliga dafür gesorgt. Und warum hat sie dafür gesorgt? Weil es zu wenig Patienten gab für die ganzen Ärzte. Das ist doch der wahre Sinn. Nicht, was haben wir denn davon, dass wir jetzt alle Bluthochdruck mit 140 haben? Mehr Tabletten. Ihre Hochdruckliga ist nichts anderes als die Deckadresse der Pharmaindustrie. Lassen Sie doch mal den armen Mann in Ruhe krank sein. Den bringen Sie ja völlig durcheinander. Wie vertragen Sie die Tabletten denn? Sehr gut. Na, ich hab halt Kopfweh und Morgenschmerz, aber sonst sehr gut. Ja. Ich halte mich nicht. Und mit dem Ding ist wie sagt man, Stuhlgang ist, hab ich gar keinen mehr. Und von dem Rheuma-Zeug, da geht mir als der Blutdruck hoch. Das macht doch nichts, Sie haben doch einen Blutdrucksenker. Da gehen Sie mit dem auch hoch, da passt doch. Was sagt denn der Arzt? Der ist zufrieden. Nein, Sie, auf den Doktor lass ich nichts kommen. Also, unser Doktor, der ist. Hund, das ist eine Kapazität. Das sag ich. Gucken Sie, ich bin Rentner. Ja? Ich bin in der AOK. Wenn du heutzutage als Rentner mit deinem AOK-Kärtchen zum Arzt gehst, kannst du froh sein, wenn sie dich noch neu lassen. Wenn du da beim falschen Arzt bist, da kriegst du entweder gar nichts oder du kriegst die alle Tabletten, die sonst fortschmeißen täte. Die laden hier den ganzen Scheißdreck. Ja? Und unser Doktor, der ist honest. Der hat bei mir, ich darf alle 14 Tage kommen, hat er gesagt. Und ich kriege jedes Mal das ganze Labor. Das kostet nichts extra. Tatsache, mit allem Schick, das ist alles Blut, Urin, der Stuhlgang fällt fort. Ja, und der gibt mir auch keine Tablette. Er hat zu mir gesagt, von mir bekommen Sie nur die neuesten Tabletten, die hat noch nicht einmal die Apotheke. Aha, das ist ja interessant. So, die hat noch nicht mal die Apotheke. Da hätten wir es ja.
Jetzt müssen Sie mir nur noch erzählen. Das wird ja immer interessanter. Er gibt Ihnen nur neue Tabletten, die die Apotheke nicht hat. Das ist ja ein feiner Herr Doktor, bravo. Was zahlt er Ihnen denn dafür, dass Sie die Dinger nehmen? Was? Das habe ich ja noch nie gehört, dass einem ein Arzt Geld gibt. Hören Sie, wenn er an Ihnen Tabletten ausprobiert, dann kann er Ihnen doch Geld geben. Was meinen Sie, was er dafür kriegt? Wenn ein Arzt in Deutschland heute einem Mann wie Ihnen Tabletten zum Ausprobieren gibt, dann legt ihm der Pharmareferent 1500 Euro schwarz ohne Quittung auf den Tisch. Dann kann ich doch ein paar Kröten abgeben. Ich werde ihn zur Rechnung stellen, den Arzt. Ich werde ihn zur Rede stellen, ich habe den Termin direkt vor Ihnen. Den mache ich fertig. Ein klarer Fall von Tablettenmissbrauch mit Abhängigen, das wollen wir ja mal sehen. Sagen Sie, liegt das an Ihrer Erkrankung, dass Sie so gereizt reagieren? Haben Sie mal überlegt, was Sie haben könnten? Mit mir können Sie halt alles bereden. Das ist zum Beispiel auch so eine Spezialität von mir, Differentialdiagnosen. Da kenne ich mich super. Kennen Sie zum Beispiel den Unterschied zwischen einem Epileptiker und einem Grießbrei? Der Grießbrei, den isst man mit Zucker und Zimt. Der Epileptiker sitzt im Zimmer und zuckt. Das ist der Unterschied. Ne? Der ist gut. Ja. Den merke ich mir. Und, ja, aber darf ich noch mal kurz was sagen? Nur ganz kurz. Mir wäre es recht, Sie sagen nichts zum Arzt. Gucken Sie, ich will keine Ehe. Der ist doch auch der Hausarzt von der Mutter, von der Ding. Das Problem ist doch, die meine Frau liegt daheim und die misst irgendwo, dass man sie wohin hat. Und ich misst sie ins Fleischding dort, das Stift von der Stadt bei uns nebendran. Und da will ich sie aber nicht neu lesen. Und der Doktor hat gesagt, er hilft mir suchen, dass wir was finden, wo ich sie hin tun kann. Und wenn der was findet, verstehst du, da kann er mir von mir aus noch 5 Zäpfchen hin und drücken jeden Tag. Hauptsache, ich hab sofort und weiß, wo sie ist. Ne? Verstehst du, das Problem ist, das Ding mit dem das Fleischstift von der Stadt, das taugt nichts. Der Ludwig hat's mir gesagt. Den kennen Sie nicht. Der Ludwig ist bei mir am Stammtisch. Und der Ludwig, der hat Ahnung von Schlaganfall, der hat selber angehabt. Nicht, aber sehr schön, muss man sagen. Nein. Also der Schlaganfall vom Ludwig, einwandfrei. Nicht, das siehst du erst, wenn du neben ihm sitzt. Nicht, er kann die Schuppen nicht mehr sauber ansetzen. Nicht, das ist das Problem. Nicht, die eine Seite hängt im Schepp runter und schläft als die Hälfte auf den Stammtisch. Nicht. Eigentlich schade um den schönen Schuppen. Also, wie gesagt, und Ludwig, der hat zu mir gesagt, August, hat er gesagt. Er hat gesagt, August, ich kenne doch deine Frau, hat er gesagt. Du hast immer viel Eier mit ihr gehabt, aber das Heim hat sie nicht verdient. Nein, Tatsache, der kennt auch das Heim, da, seine Frau war ja drin. Die Frau vom Ludwig, die hat vor 3 Jahren Schlaf erwischt. Und da ist sie, aber die hat noch Glück gehabt, bei der ging es nur noch 2 Monate, da war fertig. Und ich wollte mit dem Ludwig neu uns mehr an, und der Ludwig wollte nicht mit, er hat Angst zu behalten da. Und ich sage Ihnen eins, ich war in dem Heim, ein Zimmer habe ich mir angeguckt, rückwärts hinaus und fertig. Sowas hast du da erlebt auch noch nicht gesehen. Ich war in dem Zimmer drin, da hat's auch, da waren 4 Leute, ein Aal, was heißt ein Aal, der war so alt wie ich, verstehen Sie? Den hatte sie im Eck am Bett festgebunden. Der durfte nicht mehr pinkeln gehen, weil sie gesagt hat, der treppelt unterwegs. Und die anderen 3, die hatten sie zu dritt auf der Kloschüssel, auf so einem Stuhl mit Rolle, da war der Schieber drin. Oben auf dem Brett hat das Frühstück gestanden und der Zivi war mit dem Lappen an und dran mit dem Putzen. Das kannst du doch mit Leuten nicht. Du kannst doch zu dritt auf der Kloschüssel mit Frühstück und der Zivi mit dem Lappen zwischen den Füßen. Wenn sie da, die Mutter, meine Frau, sie kennen sie nicht. Die Mutter, meine Frau, die war immer schon heikel. Also gerade alles, was mit Unruhm, da war sie immer, war sie schwierig. Ja, ich durfte zum Beispiel, sie hat es nicht leiden können, wenn sie sich wäschen wollte, dann durfte ich nicht ins Bad. Wenn sie sich unruhm gewäscht hat, hat sie es abgesperrt. Und da kommt sie zu dritt auf die Schüssel und ein 20-Jähriger ist mit dem Lappen zwischen den Füßen. Da schlage ich sie lieber tot vorher. Das sag ich dir. Das kannst du mit Leuten, ja, zeig ich das wäre ja mir zu viel. Das wäre mir schon zu viel und ich vertrage was. Wenn ich noch in der Kirche wäre, steht jeden Tag beten,
Ich sag, lieber Gott, sei so gut, ziel anständig, wenn mich der Schlag trifft und guck vorher, dass kein Arzt in der Nähe ist, dass auch Feierabend ist anschließend. Das ist doch das Schlimme. Ich mach mir heute noch Vorwurf, welche der Mutter, weil ich war dabei, wie es passiert ist. Das war nachmittags. Wir haben immer Kaffee getrunken zusammen. Jeder hat immer ein Stück Schwarzwälder gehabt und ein Stück Frankfurter Kranz. Und was an dem Tag jetzt, ob die Buttercreme einen Stich gehabt hat oder sowas. Ich weiß es heute noch nicht. Mitten beim Kaffee trinken, sag ich auf einmal Opa, war die Stimme schon so komisch. Dann hat sie gesagt, Opa, ich glaube, mir geht's nicht gut. Da habe ich noch gesagt, Mutter, das möchte nichts, da trinken wir einen Asbach zusammen. Und nach dem zweiten Asbach fällt sie mir um. Und ich rinfe, hol den Notarzt. Das hätte ich nicht gebracht. Ich hätte nur noch einen Asbach geben sollen. Verstehst du? Dann hätte ich auch noch einen Asbach getrunken. Hätte ich gesagt, Prost, Mutter, mach's gut. Dann hätte die Armseele Ruhe gehabt, verstehst du? Und ich rinfe, hol den Notarzt. Den hätte sie mal erleben sollen. Das war so ein junger Kerl, was der all angestellt hat. Der hat so eine Kiste dabei gehabt, was da Zeug drin war. Drei Spritze hat die und mit Elektro und Ufere rumgehebt. Und mich als noch beruhigt nebenbei, verstehst du? Und als noch gesagt hat, er gesagt, wir schaffen das, wir schaffen das. Der hat sich gefreut wie ein Schneekönig, wie er sie wieder gehabt hat. Ich hab ihm noch Trinkgeld gegeben. 10 Euro. Also sind sie so gut und sagen sie nichts zum Arzt. Gucken Sie, wenn der was findet, wo ich sie neu lesen kann und ich weiß, wo sie ist, dann ist mir der Rest egal. Lassen Sie es doch einfach, wie es ist. Sind Sie so gut. Ja. Mit solchen Leuten, meine Damen und Herren, kann man keinen Widerstand organisieren. Das ist das Problem. Mit solchen Leuten können Sie gar nichts anfangen. Grauenhaft. Das sind immer dieselben. Solche Leute treffen Sie überall. Leute treffen sie überall in den Wartezimmern. Die einen fürchten sich zu Tode, die anderen wollen betrogen sein. Mit denen kann man es machen, nicht wahr? Die merken gar nicht was mit ihnen. Da können die Ausplünderung der Bevölkerung lustig weitergehen. Nicht? Und da oben stecken sie auch alle unter einer Decke. Nicht wahr? Das kommt ja noch dazu, dass sie alles mit einem machen können. Und wir merken es überhaupt nicht. Eine Katastrophe. Nicht wahr? Jetzt, also jetzt auch noch demonstriert haben, habe ich gedacht, ja, haben sie denn gar keine Scham mehr? Fangen die Ärzte an zu demonstrieren. Bei den Klinikärzten habe ich es am Anfang noch versehen können, zeitweise. Bei denen wusste ich, da läuft es nicht mehr richtig. Früher wusste jeder Klinikarzt, man muss sich nur 6 Jahre lang ausplündern lassen, da darf man anschließend mitplündern. Nicht wahr? Und jetzt ist aber nichts mehr da zum Plündern. Nicht? Aber die niedergelassenen Ärzte, ungeheuerlich, nicht wahr? Und die Zeitungen sind auch noch alle drauf reingefallen. Ich weiß noch genau, alle Zeitungen, große Schlagzeilen geschrieben, als die Praxisärzte demonstriert haben, Alarm, jede zweite Arztpraxis geschlossen. Habe ich 10 Leserbriefe geschrieben, bravo, hoffentlich bleiben sie zu. Nicht wahr? Können sie auch keinen Unfug anrichten. Nicht so ungeheuer, was ich habe, und ihr, als ich jetzt gemerkt habe, was mit dieser verdammten Gesundheitsreform passiert, diese Schamlosigkeit, da ist mir der Kragen. Ich habe mein Sparbuch auch gelöst und habe von meinem eigenen Geld ein Flugblatt drucken lassen. Ab nächste Woche, wenn das so weitergeht, da gehe ich in die Fußgängerzone mit meinem Flugblatt. Geld hat nur für ein Blatt gereicht, aber zweifarbig. Rot die Überschrift, das deutsche Gesundheitssystem ist korrupt und in den Händen der organisierten Kriminalität. Originalzitat, Bundeskriminalamt Wiesbaden. Das ist die Überschrift von meinem Flugblatt, was sehen Sie? Ja, die haben doch schon seit Jahren haben die eine Sonderkommission organisiertes Wirtschaftsverbrechen im deutschen Gesundheitswesen. Nicht? Ergebnis? Die kassenärztlichen Vereinigungen zeigen alle Merkmale mafiöser Strukturen. Systematische Ausplünderung, schwere Wirtschaftskriminalität. Nicht? Weil Ärzte, die nicht mitmachen, werden ihre Existenz ruiniert. So geht's doch überall. Ich habe das auf meinem Flugblatt, habe ich die ganzen Beweise aufgelistet, die Zahlen, die ich recherchiert habe in den letzten 10 Jahren. Seht ihr alles da? Wie und wo wir Geld sparen könnten und wie viel? Nicht wahr? Bis zu 20 Milliarden Euro könnten wir sparen jedes Jahr, ohne dass irgendjemand schlechter geht. Allein 20 Milliarden gehen flöten nur durch Korruption und Betrug von Pharmakonzernen und Ärzteorganisationen. 20 Milliarden! Nochmal 20 Milliarden könnten wir sparen durch unsinnige Gerätediagnostik und überflüssige Medikamente. Etwa 40 Milliarden Euro. Das sehen Sie. Und warum ist es so, frage ich Sie, warum? Ich sagen Sie, ja nicht, das ist eine Fehlentwicklung. Nein, das ist deswegen so, weil das Gesundheitssystem nicht für uns da ist, sondern wir sind für das Gesundheitssystem da. Ich habe es rausgefunden. Ich habe es hier, warten Sie, ich habe es. Ja. Letzte Woche
Letzte Woche habe ich schwarz auf weiß gefunden in einem Leitartikel vom Deutschen Ärzteblatt. War leider zu spät für mein Flugblatt. Nicht Deutsches Ärzte, ein Amtsblatt für den niedergelassenen Arzt. Pass auf, ich lese es Ihnen vor, ich konnte es mir nicht merken. Das in unserem Gesundheitssystem erbrachte Leistungsspektrum orientiert sich primär völlig zu Recht an den wirtschaftlichen Bedürfnissen der Leistungserbringer und orientiert sich nicht an den Bedürfnissen der Leistungsnehmer. Soll ich es nochmal vorlesen? Versteht man auf Anhieb, nicht? Aber man glaubt es nicht. Falls Irrtümer aufkommen, Sie sind die Leistungsnehmer. Wissen Sie, was das heißt? Sie sind völlig falsch gewickelt. Wenn Sie mal wieder zum Arzt gehen, achten Sie mal drauf. Sie warten immer, dass der Arzt Sie fragt, womit kann ich Ihnen helfen? Falsch. Sie müssen den Doktor fragen. Womit kann ich helfen, Herr Doktor? Mit welcher Krankheit kann ich dieses Quartal behilflich sein, Herr Doktor? Das müssen Sie fragen, nicht wahr? Systematische Ausplünderung der Bevölkerung, nicht wahr? Und so geht das immer weiter, weiter. Kommen Sie mir jetzt nicht an. Und jetzt kommen Sie mir jetzt bloß nicht und sagen Sie mir, Sie kennen einen Arzt, der sich Mühe gibt. Ich kenne auch einen. In Krankenhäusern wimmelt es ja von solchen Ärzten. Pflegepersonal nicht zu vergessen. Bis zur Erschöpfung, für wenig Geld sind sie für ihre Patienten da. Außer wenn ich nicht dagegen weiß, sind die nützlichen Idioten in einem korrupten System. Hat noch viel mehr gehabt, hat auch nicht mal das Flugblatt gepasst. Ich hätte eigentlich ein Flugbuch hätte ich schreiben müssen, nicht wahr? Damit alles draufgegangen wäre. Zum Beispiel müsste man den Leuten dringend noch erklären, dass die Pharmakonzerne dabei sind, zu mutieren. Sie verändern sich. Die weltgrößten Pharmakonzerne werden mittlerweile auch Nahrungsmittelkonzerne. Wissen Sie, was das heißt? Dass sie umzingelt und eingekreist sind. Man schätzt, dass 15.000 Pharmaknechte weltweit nichts anderes machen, als bei ahnungslosen Kleinbauern, die 100 alle Kulturpflanzen einsammeln, die bringen sie ins Labor, zerlegen sie ihre Bestandteile, lassen sich die Genpatente sichern und damit gehen sie auf uns los. Mit dem gentechnisch veränderten Dreck messen sie uns so lange, bis wir so krank und fett sind, dass wir dann endlich nur ihre Medikamente brauchen, die ohne ihren Dreckfraß gar nicht gegessen werden müssten. Das ist die Situation, nicht wahr? Und so geht's weiter und weiter. Der nächste Schritt auch schon. Der ist schon getan. Ich weiß nicht, was er bedeutet. Vor 2 Jahren hat ein Weltkonzern die Patentrechte für menschliches Erbgut erworben. Beim Europäischen Patentamt, was macht er denn damit? Mit den Patentrechten für menschliches Erbgut. Wahrscheinlich das Wachstum steigern. Dann ist ja gut, dann können wir froh sein. Die deutschen Versicherungskonzerne haben einen Gesetzentwurf in der Schublade. Sie wollen unsere DNA-Analysen einsehen, ohne dass wir sie einsehen. Was machen die damit? Das sind auch nur das Wachstum fördern, so wie die Allianz, nicht? Die fördert das Wachstum. Ein paar Tausend müssen ins Gras beißen, aber für das große Ganze wird es gut sein. Dann ist das eben so. Das ist die schöpferische Kraft der Zerstörung, die dem Kapital innewohnt. Wenn Sie den Satz noch nicht kennen, müssen Sie ihn auswendig lernen. Der wird Ihnen öfter begegnen. Den brauchen Sie in den nächsten Jahren. Josef Schumpeter, berühmter Wirtschaftstheoretiker. Das Kapital hat die schöpferische Kraft der Zerstörung. Ist das nicht ein seltsames Wesen, das Kapital? Scheu und ängstlich wie ein Reh. Beim leisesten Laut zuckt es und springt über den Zaun. Aber es hat die schöpferische Kraft der Zerstörung. Beneidenswert, so wäre ich auch gerne. Ich habe schon überlegt, man müsste das üben können. Training, Volkshochschule. Könnte Kurse anbieten. Schöpferische Kraft der Zerstörung für die Mitglieder allgemeiner Ortskrankenkassen. Und dann machen wir das 2-mal die Woche. Dienstag, Donnerstag machen wir einen Kurs. Und am Ende des Grundkurses gehen wir zu unserem Radiologen und zerreinigen ihm die Praxis. Nicht? Und dann machen wir einen Aufbaukurs. Und am Ende des Aufbaukurses machen wir eine Sozialstaatsreform, vor der wir keine Angst mehr haben. Nur noch die anderen da oben. Nicht? Das wäre doch mal was. Und danach sind wir dann anschließend scheu und ängstlich wie ein Reh. Aber erst anschließend. Nur in der Reihenfolge. So, das wollte ich loswerden. Jetzt können Sie Ihr blödes Referat halten. Ja, meine Damen und Herren, das ist natürlich ohne Zweifel. Meine Damen und Herren, das ist ohne Zweifel mehr als ein kleiner Wortbeitrag gewesen, aber außerordentlich interessant. Sie haben stark applaudiert, aber Sie sind sicher auch ein wenig bedrückt, meine Damen und Herren. Wie viel negative, emotionsgeladene Energie uns da begegnet. Wir von der Stiftungsinitiative sind aber gewohnt, selbst solchen Menschen positiv zu begegnen. Wir versuchen, das Positive auch in solchen verzweifelten Menschen zu sehen. Und das ist eben die Energie, meine Damen und Herren. Man muss sie umpolen, vom Negativen ins Positive wandeln. Und dann haben wir die Energie, die wir alle brauchen, um Deutschland zu helfen. Dazu brauchen wir auch ihn. Alle. Sie, ihn. Aber ganz besonders natürlich ihn, meine Damen und Herren. Er ist der Allerwichtigste, der junge, demotivierte Arbeitslose. Er und die anderen 900.000, die sind nicht Täter, meine Damen und Herren, die sind Retter. Sie sind unsere Hoffnung. Dazu müssen wir sie einfach anders betrachten lernen. Was hat er zum Beispiel für eine Lebenserwartung? Was schätzen Sie? Was hat ein arbeitsloser Mann in Deutschland für eine Lebenserwartung? 75. 75, nicht schlecht. Wenn er eine Frau wäre, was hätte er dann für eine Lebenserwartung?
bisschen höher. 80, richtig, Sie sind informiert. Steigt übrigens die Lebenserwartung. Haben Sie gelesen neulich in der Zeitung? Lebenserwartung in Deutschland ist gestiegen um 2 Jahre. So, haben wir uns schon mal ein Bild von seiner Lebenserwartung gemacht, meine Damen und Herren? Könnte man denken. Eine kleine Zäsur an dieser Stelle. Wir haben eben gar nicht über seine Lebenserwartung geredet. Wir haben über seine Lebensdauer geredet. Wenn wir uns ein Bild von der Lebenserwartung machen, so wie wir diesen Begriff benutzen, dann liegen wir alle falsch. Ich auch. Seine Lebenserwartung sinkt nämlich nicht mehr, meine Damen und Herren. Seine Lebensdauer, die steigt noch, seine Lebenserwartung sinkt. Bin durcheinander gekommen, entschuldigen Sie. Machen Sie mal ein kleines Experiment bei der Gelegenheit. Sie haben doch bestimmt alle mittlerweile auch Arbeitslose in Ihrem Bekannten- und Verwandtenkreis. Suchen Sie sich einen vergleichsweise jungen Arbeitslosen und dann sagen Sie dem mal in aller Ruhe ins Gesicht, ist dir klar, dass du mal 80 wirst? Sie lachen, weil Sie sich vorstellen können, dass er sich gar nicht freut. Ein alter Menschheitstraum, so alt werden, wie es irgend geht, lange leben. Aber viele in dieser Gesellschaft freuen sich nicht mehr, wenn Sie ihm das sagen, dass er 80 wird. Vielleicht erschrickt er und hat Entsetzen in seinen Augen. Warum? Weil er eine Ahnung hat, was einen wie ihn im Alter erwarten kann. Entmündigung, Demütigung, namenloser Tod als anonymer Pflegefall auf irgendeiner Intensivstation. Und genau dafür soll er sparen, sobald er einen Billigjob hat. Liest aber in der Zeitung, dass das System der deutschen Pflegeversicherung kurz vor dem Kollaps steht, dass in einem Land mit 4,5 Millionen Arbeitslosen Tausende, Zehntausende von Stellen in Alters- und Pflegeheimen unbesetzt sind. Und vielleicht hat er sogar gelesen, dass die ungeklärten Todesfälle in Deutschlands Pflegeheimen, dass die zweistellige Zuwachsraten haben. Was glauben Sie, meine Damen und Herren? Wie viele von seiner Sorte würden herzlich gern auf einen solchen Lebensabend verzichten? In einem der reichsten Länder der Erde. Es ist an der Zeit, dass wir Lebenserwartung und Menschenwürde neu gestalten, mit neuem Sinn füllen, so gestalten, dass möglichst viele von den Schwächsten sie bis ans Ende ihrer Tage auch erleben können. Und Sie müssen jetzt keine Sorge haben, dass ich von unserem Thema abgekommen bin. Unser Referat, unser Informationsabend heißt Deutschland helfen. Damit wollen wir Deutschland helfen. Keine Gefühlsduselei, sondern ein Wachstumskonzept. Und wenn wir uns an der Stelle einig wären, könnten wir eigentlich aufhören. Denken Sie, können wir nicht, meine Damen und Herren. Jeder Funktionär, jeder Lobbyist, der Funktionär irgendeiner Partei würde, wenn Sie von diesem Abend erzählen, sagen, ja, ist eine tolle humanitäre Grundhaltung von dem Mann, der das erzählt hat. Aber wie sieht es denn mit der Gegenfinanzierung aus? Und genau die haben wir deswegen durchgerechnet. Wir machen Ihnen jetzt noch, und es dauert nicht lange, es geht im Prinzip auf den Bierdeckel. Da können Sie es aber nicht sehen, ich mache es Ihnen auf die Tafel. Wir machen Ihnen eine durchgerechnete Kosten-Nutzen-Analyse für ihn und alle 900.000 demotivierten jungen Arbeitslosen in Deutschland. Wir schaffen Wachstum, indem wir ihm helfen, meine Damen und Herren. Die Analyse geht auf eine Tafel, auf eine einzige Seite. Ich benutze dazu eine einfache Methode, nämlich die sogenannte Worst-Case-Studie. Ist heute relativ modern, er ist unser Worst-Case. Und wir rechnen durch, welchen volkswirtschaftlichen Nutzen bringt er uns, welche volkswirtschaftlichen Kosten verursacht er. Machen wir kurz ein Stichwort, nehmen wir mal an, er ist ein Durchschnittsarbeitsloser unter 30. Er kostet die deutsche Gesellschaft im Schnitt 700 Euro, meine Damen und Herren. Sie werden sich wundern, so viel, er kriegt ja nur 340, der Rest sind Zuschüsse und Verwaltungskosten. Der Nutzen, der von ihm ausgeht, das, was er zum Einzelhändler trägt, ist denkbar gering, maximal 50 Euro, maximal. Je älter er wird, umso weniger wird es natürlich.